Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Wosimo. Und hallo. Einen schönen Karfreitag. In die Welt nach draußen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen, geruhsamen, ruhigen, sehr leisen Tag heute gehabt. Also bei mir auf jeden Fall war es sehr leise. Weil hier ist ja quasi alles verboten, was Krach macht. Also habe ich heute fleißig mit einem paar aus meinem Team, aus meinem harten Kern sozusagen des Teams, etwas vorbereitet, was Sonntagabend an den Start. Vielleicht auch schon ein bisschen früh. Ich weiß es. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich immer irgendwas ausbrüte und mache und tue. Deswegen bin ich heute Abend auch ein bisschen müder wie sonst, weil wir haben jetzt 2 Tage hintereinander sehr intensiv gebaut und gebastelt und gemacht und programmiert und so. Und ja, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt heute. Ich werde mich bemühen, hustenfrei, so oft es geht, zu sprechen. Guten Abend, Liria. Vielen, vielen Dank. Den wünschen wir dir natürlich auch. Wie gesagt, ich habe mit der Mimi, mit Cooper, mit Kirito und der Rio habe ich für euch nämlich etwas vorbereitet, was mit ganz viel Oster zu tun hat. Und ich nehme mal an, was ich so gesehen habe, sind die da immer noch am Machen, am Tun und so. Also wie gesagt, ja, ihr dürft, ich sag mal, ihr dürft gespannt sein. Das ist etwas, wie gesagt, was für die Öffentlichkeit ist, also offen zugänglich ist. Leider, leider. Bis jetzt haben wir uns erstmal entschlossen, hallo Kai, das nur für Java-Spieler zu machen, damit das auch alles funktioniert. Das ist ein bisschen diskriminierend, ich weiß, aber dafür habt ihr ja, wie gesagt, hier den Community-Server, wie gesagt, wo ja auch die Bedrock-Spieler mitspielen können. Ich weiß nicht, inwieweit. Wir haben halt Angst, dass das, was wir da halt vorbereitet haben, es würde rein theoretisch gehen, aber ihr wisst, Bedrock macht immer wieder bei solchen Kombinationen doch arge Probleme, weil dann funktioniert das nicht oder bei der Konsole das nicht. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen halt, also machen jetzt Ostern etwas genau. Rio, die süße, die tolle Stimme. Ja, genau. Machen wir etwas, wie gesagt, für die Java und für die Bedrocker machen wir dann auch nochmal. Das ist alles nicht so das Problem. Wie ihr seht, treffen schon die ersten wieder ein. Also heute, wie gesagt, Karfreitag ist klar. Also bei vielen ist es traditionell so, dass viele halt ja mit Spiel, Tanz und Tralala. Also ich entsinne mich noch früher, Karfreitag war für mich immer Horrorfreitag, geht man abends weg. Und auch in einer großen Stadt wie Berlin. Und ja, da war dann plötzlich Disco ohne Musik angesagt und so eine Dinger. Also ich bin nicht so besonders erfreut. Aber so ein leiser Tag einmal im Jahr, der kann ruhig sein. Also, wir machen es heute auch ganz leise. nein, Spaß. Also ich werde jetzt hier nicht losziehen und vor dem PvP-Kampf oder was machen, sondern ich habe mich entschlossen. Ich habe jetzt mein Handy nämlich mal mit nach oben genommen, was ich ja sonst immer tunlichst vergesse, mit an den PC zu nehmen. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich so ein paar Dinge gekriegt habe von ein paar befreundeten Hermitcraftern und die mal gesagt haben, versuch dich doch mal in solchen Dingen zu bauen, die kann man auch im Survival bauen und die mit Steampunk halt zu tun haben und ja, da muss ich halt mal gucken. Das Problem ist nur, ich kann die euch nicht zeigen. Ich würde es gerne machen, aber ich kann es nicht, weil dann flippt meine Grafikkarte heute endgültig aus. Die läuft jetzt schon wieder auf Hochtouren. Ja, das wird im Sommer noch krasser werden. Also ich denke mal, wir machen erstmal den Klick hier, ja, damit sich meine Lüftung wieder beruhigt. Das spricht den Shader aus. Und dann, ja, schauen wir doch mal, weil der Wusimo kriegt von mir ja noch ein paar Sachen.
Ich bin ja noch nicht zugekommen, da irgendwas zur Seite zu legen. Jo. Okay. Gut, dann, ihr seht, ich habe hier ein Stühlchen entdeckt, wo man sitzen kann. Ich. Warte mal, ich muss den Shader doch nochmal anmachen, weil. Ich habe da gehört. Wartet mal. Ich habe gehört, dass sich hier gegenüber bei der Fabrik etwas getan hat. So, und ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal in den Discord-Chat wieder gehen. Ihr wisst, meine Invoice geht momentan auf dem Community-Server nicht. Das macht aber nichts, weil die meisten doch eher Bedrocker sind. Das heißt, ich gehe wieder in den Livestream-Talk und wer mit mir reden will, der kommt einfach in den Live-Weiterraum. Und ich ziehe euch dann wieder rein und dann ist gut. Gott. Also macht euch notfalls, bin auch schon Sachen am Aussortieren, genau. Weil wir haben ja letztens in meinen Rucksack und so ist ja auch noch alles voll. Muss ich ja auch alles wegpacken. So, auf jeden Fall hat die Mimi mir vorhin verraten, mit der ich ja seit 2 Tagen nichts anderes tue, weil mit der Rio, mit Kuba und heute auch mit Kirito an dieser Überraschung für euch zu basteln, eben mir verraten, dass ich mich nicht wundern soll, dass hier irgendwas entstanden ist. Gut, dann würde ich doch mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe noch nicht mal mein Inventar hier aussortiert und. Ui. Oh, schaut mal, Buch und Feder. Mal sehen, wer mir da was schreibt. Hallo, liebe Bubu, in der Kiste findest du einen Sattel sowie eine Leine, die ich dir zurückgebe. Mein Eselchen Apollo 13 ist gut zu Hause angekommen und hat sich schon eingelebt. Als kleines Dankeschön bekommst du von mir einen Bogen, die dazu passenden Pfeile und Futter für deine zukünftigen Tiere. Nochmal vielen lieben Dank und viel Spaß mit deinem neuen Bogen. FFG, MFG, also mit freundlichen Grüßen, World Maker. Dein Schlafzimmer befindet sich ein Stock höher? Was? Ein Schlafzimmer. Was? Mein Schlafzimmer befindet sich ein. Hätte. Ui. Er hat Reparatur drauf. Das ist cool. Weil den muss ich nämlich zwischendurch immer reparieren, weil der hat Unendlichkeit. Mein Schlafzimmer befindet. Wie jetzt? Mein Schlafzimmer befindet sich ein Nitra. Okay, also, hier ist das Treppenhaus. Hier hat sich auch nichts verändert. Hier steht noch dieser legendäre lustige Kran. Oi, der hat sich auch verändert. Schaut mal, der hat jetzt Eisenblöcke noch mit drauf. Als Gewichte. Das ist eine gute Idee, weil der sah schon ziemlich kippelig aus. Okay. Bubus Schlafzimmer. Okay. Oi. Oi. Das ist aber hübsch. Mit Versteckkammer. Hier findet mich keiner. Sehr schön. Schau mal gleich noch in dem Haus, wenn du gegenüber warst. Okay. Ja. Das ist ja der Hammer. Schaut mal. Also. Wie gesagt, ich habe heute auch mit unter anderem ja mit unserem Kirito reden können, was den Serverumzug angeht. Also wir müssen uns da noch, wie gesagt, ein bisschen gedulden. Ihr wisst ja, der Kirito ist auch für Kroko zuständig. Und Kroko und ich haben eine Vereinbarung, also dass der natürlich, also unser Kroko geht vor, das ist klar, ne? Also weil der Haupt, sagen wir mal, der Haupt Admin bei Kroko ist natürlich da auch Kirito und ja. Aber wie gesagt, wir müssen uns da keine Gedanken machen. Ich laufe hier einfach mal so ein bisschen rum. Also keine Gedanken machen wegen solcher Dinge halt. Aua. Die Treppe muss ich nochmal absichern. Ich glaube, die ist nicht buse. So, okay. Ich wollte nämlich mal hier so den Blick von oben genießen. Weil ich kann ja auch hier hoch, ne?
Also ihr seht im Grunde genommen, jetzt kann man das hier nämlich mal sehen, diese Brücke. In dem Stil und wie ich es jetzt unten habe mit diesem ganzen Backstein, finde ich das sehr gut. Ich glaube, wir werden da auch in die Richtung weitergehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das sieht schöner aus. Und ja, gut. Dann schaue ich mal. Okay, ob ich hier schon was erlinsen kann. Das sieht aus wie ein Kopf. Ich finde immer, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das Gebäude so von Weitem weg wird, ich weiß nicht, ob das Absicht von Mimi war, aber findet ihr nicht, dass das aussieht wie ein Kopf, den irgendein Roboter verloren hat, mit diesen beiden großen Fenstern da drin? Also ich schon. Es ist, Gott, okay. Treppe wieder runter und jetzt machen wir uns auf die andere Seite. Weil ihr wisst ja immer so zwischendurch, wenn mein Team zum Beispiel Langeweile hat oder andere Mitspieler hier drauf sind. Also ich finde hier immer ständig neue Dinge. Das ist sehr lustig. Ich komme selber immer kaum zum Bauen, weil ich mir das immer alles angucken möchte. So, gehen wir hier raus. Oh, dieses Zwischen, immer erschrecke ich mich. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt einen Weg rüber. Aber schaut mal, sieht das nicht irgendwie aus wie so ein Roboterkopf? Ich sag's euch. Ich finde ja. Wir machen uns mal auf die. Also ich weiß ja, wie gesagt, von meiner. Seht ihr das da hinten? Oder Helm, ja, genau, wie so ein Helm. Schaut mal, hier sieht man es besser, wenn ich da so vorstehe. Aber ich sehe auch was da zwischen den Gebäuden mich schon anguckt. Seht ihr das? Okay. Gehen wir hier hoch. Jetzt bin ich aber gespannt. Da steht ja noch ein Haus. Da steht noch ein Haus. Ui. Ui. Also, das nenne ich mal eine wundervolle Steampunk-Vorlage. Au Backe. Au Backe. Wie können wir das Ding im Ganzen sehen? Warte mal, ich muss mal ein Stückchen weglaufen. Ich muss mal aufpassen, hier unten ist eine Schlucht. Wir müssen unbedingt mal auf die andere Seite. Ey, das ist ja. Ui, da kriege ich ja Komplexe. Au Backe. Au Backe. Schaut euch bitte das Ding mal an. Wow. Also, das ist Steampunk pur. Seht ihr, was ich meine? Und wenn ich mir da so meine mickrigen Sachen gegen angucke. Gott, Mimi. Schaut euch das bitte an. Ist das ein Hammer. Aber wie gesagt, das ist die Blockwahl, die ich meinte, die ich im Kopf drinne hatte und so mich so schwer getan habe umzusetzen. Aber ich finde das gut, weil Mimi, die hat sich wahrscheinlich gedacht, sie stellt mir da einfach mal ein Beispiel hin, was Steampunk ist, damit ihr einfach mal eine Vorstellung kriegt und ich vor allen Dingen mal so ein bisschen so, ihr wisst, so ein Schnappi im Gehirn kriege halt, ne? Also, schaut euch das bitte an. Und vor allen Dingen die Uhr da oben. Boah, wie groß ist das Teil? Okay, wir schauen uns das jetzt mal vom Nahen an. Also das will ich jetzt wissen. Das ist das, was ich meine. Ich komme auf den Server und da gibt es wieder so ein Teil und ich bin wieder die ganze Zeit beschäftigt und abgelenkt, das mir anzugucken. Aber ich habe ja, wie gesagt, sie hat halt gemerkt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, was die Blockwahl angeht. Weil im Steampunk, müsst ihr wissen, gab es damals, als ich Steampunk gebaut habe, da hatte Kroko nämlich auch Probleme. Es gab kein Kupfer in der Form, es gab keinen Schlamm, ja. Ich glaube, Mangrove gab es noch nicht und ach, schaut euch das bitte an, wie riesig.
Ui. Das ist auch mal eine Art Diorit zum Beispiel verwenden. Also ihr wisst ja, die Antiklimmblöcke. Das ist Wahnsinn. Das ist wie so ein Uhrenmännchen, also ein riesengroßes Uhrenmännchen, wenn ihr versteht. Boah, es ist nur noch nicht eingerichtet. Also das hatte sie mir auch gesagt, dass sie da noch nicht so die Zeit hatte. Sie hat halt so ein bisschen was eingerichtet. Es ist. Schaut euch das bitte an, auch mit diesen Holzdingern, die, da kann man denken, oh, Dachbalken, aber das können auch, also Deckenbalken, das können aber auch Holzrohre sein oder mit Holz verkleidete Rohre oder so. Das ist ja sowas von krass. Das ist ja sowas von krass. Schaut euch an. Dann hat man hier halt alles in verschiedenen Diorit und ich glaube, das normal hat. Genau, und diese Kombi, die schwebte mir vor und ich habe immer so ein bisschen gehadert, ist das Steampunk, ist es nicht Steampunk? Es ist Steampunk. Und was für ein Steampunk. Und diese Zahnräder, die da rausgucken. Ich werd ja nicht. Oi. Also ich muss schon sagen, also, ihr wisst, also jetzt wisst ihr zumindest schon mal, wieso die Mimi bei mir das Bauteam leitet, nicht Baumteam, Bauteam leitet. Also, ihr seht. Ne? Warum und weswegen? So, dann klettern wir mal nach oben. Hier geht's in den grünen Bereich. Oh. Und das ist hier auch offen und. Oh. Auch diese Dachhalterung, das aus Kupfer zu machen, einfach mal total anders. Schaut mal. Deswegen sage ich ja, mutig muss man sein. Einfach mal Blöcke nehmen und einfach mal totalen Quadradatsch draus machen. Also, das ist Steampunk, wenn man so will. Kann ja immer aufs Dach klettern. Das ist ja das Schöne, dass man das sich hier relativ gut angucken kann alles. Ihr seht übrigens hier oben ist der Jump and Run, ne? Ja. Und das ist ja. Von der anderen Seite habe ich mir das Ding ja noch gar nicht angeguckt. Das ist. Boah. Okay, hier kommt man auch hoch. Hier ist ein Bettchen. Ein Minischlafzimmer. Das ist ja richtig. Und dieses offene, genau. Man muss ja nicht im Grunde genommen geschlossene Dächer drauf haben. Da hat sie recht. So, jetzt ist die Frage, kommen wir auch drüben ins andere Bein sozusagen. Geht hier noch irgendwie höher oder so? Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Das ist ja echt, das ist ja Wahnsinn. Ich kann immer nur den Kopf schütteln. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr, warum die liebe Mimi bei mir das Bauteam leitet. Also, wir schauen mal von der Seite kurz. Ich bin ja vollkommen geplättet hier. Schaut mal. Das ist quasi die gleiche, was auf der anderen Seite auch ist. Nur ist hier keine Uhr, sondern eben halt diese Propellergeschichte. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich sowas im Survival baue. Also ich möchte nicht wissen, wie lange die Mimi dafür gebraucht hat. Bei der Mimi ist es so, Mimi hat so ein bisschen die Sondererlaubnis von meiner Seite her, da sie das Bauteam leitet, um natürlich das Bauteam ein bisschen so anzuleiten und ein bisschen auch mich hier durch das Spiel zu begleiten mit Ideen, weil sie weiß, ich mache sehr viel hinten rum und ganz viele Dinge außenrum und rechts und links. Fungiert die immer so ein bisschen Ideengeber. Das heißt also, das ist logisch, dass Mimi das jetzt nicht im Survival gebaut hat, weil dann hätte sie das in der Kürze der Zeit nicht bauen können. Wie gesagt, Mimi hat von mir halt, wie gesagt, diese Erlaubnis, weil sie halt mein Bauteamleiter ist, dass sie halt, wenn sie Ideen hat und sich entspannen möchte, natürlich hier auf dem Community-Server, weil sie ja der Hauptadmin sozusagen ja hier auch mit ist, die euch halt so ein bisschen zur Seite steht mit Bauaufsicht und solchen Dingen, dass sie sowas natürlich dann auch im Kreativ machen kann. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich denke mal, das weiß jeder von euch, dass innerhalb von 2 Tagen auch eine Mimi das nicht
mal so eben Survival baut, ne? Das ist klar. Aber das, wie gesagt, darf sie und ihr habt ja, wie gesagt, alle was davon, weil das ist natürlich, was die Mimi hier baut, natürlich immer für die gesamte Community. Auch meine Bases sind grundsätzlich so. Also wenn ich mal irgendwas Privates nämlich haben möchte, dann habe ich da so meine privaten Ecken, wo ich dann spielen kann, aber das brauche ich für mich nicht. So, hier haben wir hier so ein Schmelzofen. Ich denke mal, das ist das Ding, was diesen Dampf erzeugt, damit der Propeller und Uhr und sowas alles läuft. Ein kleines Lager, okay. Stimmt, Laternen kann man natürlich auch an diesen Blitzableitern aufhängen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Idee. So. Dann hat man hier nochmal so einen Stauraum. Okay. Geht's hier auch irgendwo hoch? Da geht's. Okay, jetzt bin ich gespannt. Im Dioritraum. Hier ist der Dioritraum. Hier kommt man auch raus auf einen Balkon. Das ist echt, das ist so mega. Hier geht der ganze Dampf hoch, genau. Das ist dieser dampfende Schornstein. Der Druck erzeugt, mit dem sich dann diese ganzen Dinge hier drehen und bewegen können. Ah, den gehen wir hier auch mal hoch. Da ist noch ein Schlafzimmer. Das heißt, hier können sozusagen zwei Leute wohnen. Das ist auch hübsch. Schaut mal. Thema Truhen. Ihr wisst ja, Truhen sind Entitätenfässer nicht. Also, man braucht auch nicht unbedingt Schilder ranmachen, damit es schön aussieht. Ihr seht, es gibt auch die Möglichkeit, man kann Knöpfe da dran befestigen. Es ist ja auch wieder so eine Idee halt, ne? Oder ein Boden muss ja auch nicht immer gleich aussehen. Man kann so vieles machen. Wie gesagt, traut euch. Ich muss mich auch trauen jetzt. Wahnsinn. Also, sie hat sich mal wieder selber übertroffen, würde ich mal sagen. Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Sie hat da mal ein kleines, wie meinte sie, ein kleines Häuschen hingestellt. Ein kleines, wohlgemerkt. Ich sehe es, kleines Haus. Ja, Mimi. Kleines Haus. So. Okay, also ihr seht, das ist Steampunk. So, und ich bin gespannt, weil der Humor hatte ja gesagt, dass er irgendwann da oben so ein Luftschiff noch hinsetzen will. Ich würde jetzt sagen, wir machen uns jetzt dran und werden jetzt Steampunk bauen. Ja. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Das heißt, ich werde jetzt Stück für Stück im Grunde genommen alles so ein bisschen umändern. Ich muss jetzt allerdings erstmal mein Inventar gleich leer machen, weil wir waren ja auf einer Reise und ja, und ihr seht, das ist einfach hier irgendwie rangesetzt. Also ihr müsst euch da gar nicht so viel Kopf machen. Ich mache mir auch mal viel zu viel Kopf, wenn ich baue. Das passt eher so, wenn man moderne Sachen baut. Aber Steampunk ist wirklich so, kloppt dran, was das Zeug hält. Das passt in die Farbpalette rein. Krass. Ich bin gerade sowas von hin und weg. Oh Mann. Okay. Also, zumindest hat, wie gesagt, jetzt unsere liebe Mimi eine fette Vorlage geliefert, die ich jetzt kontern muss. So, mit dem Unterschied, dass ich aber wiederum halt im Survival bin, ne? Jo, das wird haarig. Und diese zischende Tür, ich drehe am Rad. So, okay, da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir unser Inventar leeren. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, ich packe mal in die Kiste alles rein, was Wusimo kriegt. Packe ich mal das hier weg, was ich Wusimo geben wollte. Oh, da ist jemand. Hallo, wer da? Hallo, Wusimu. So, ich guck mal, ob er schon im Chat drin ist. Ja, da sitzt er schon. Hallo, Wusimu. Hallo. Na, guten Abend. Hast du gesehen, was da für ein fettes Teil auf der Seite steht? Das ist ja der Ja. Wahnsinn. Boah, ich bin ja total weg jetzt. Das ist mal eine Vorlage, oder? Ja, eindeutig. Ja. Die saß da nach der Tür. Vielleicht kann er sie reparieren. Du meinst meine Sprengtür, meine Zischende. Nö, die kann ruhig bleiben. Die kann ruhig bleiben. Die darf Oh, weiter ich bin weg. zischen. Das ist immer so, ich werd wach. Ich laufe durch die Tür und werd wach. Weil ich immer denke, Creeper steht da.
Das ist schon in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, ich finde die Spielereien gut. Ich bin gerade dabei, die Sachen hier in die Kiste zu packen. Weil ich hatte dir gesagt, dass ich dir Sachen geben wollte, damit du. Weil du hattest ja keinen Platz mehr. Warte mal, jetzt muss ich mal selber was wegräumen. Jetzt bin ich aber mega voll. So, wartet mal. Getränke und Essen, genau. Hier noch ein Heuballen rein. Diverses Material. Pack mal meine Leine und den Sattel da jetzt rein. Dann haben wir hier noch Pfeiler. Alle Pfeiler habe ich jetzt wahnsinnig viele hier. Genau, die packen wir da oben mal hin. Dann haben wir hier noch so ein Buch. Dann muss ich mal kurz in meine Pflanzkiste. Es kann sich nur um Stunden handeln. Moment. Ich habe einfach zu viel Krempel. So, aber ich hatte mir ja so ein bisschen Deko-Zeug besorgt. Mal. Mann, Ersatzbogen. Okay, ich muss auf jeden Fall meinen Bogen reparieren gehen heute. Das muss ich machen. So, Füße unter den Böden. Dann habe ich hier noch Fichtengedöns. Okay, und noch ein bisschen Kobbel. Halt dich auf Schild klicken. Also ihr seht, das ist immer so. Aber wie gesagt, vermeidet es, Bilderrahmen zu benutzen. Nicht Bilderrahmen, sondern Rahmen generell zu benutzen. Also wenn er da mal so Fackeln reinsetzt, ist es okay. Also wenn man natürlich im Kreativmodus ist, kann man natürlich Invisibel nehmen. Aber denkt immer dran, das sind Entitäten, die werden als Entität gezählt. Also sind Schilder besser. Ja? Also wenn ihr eure Kisten beschriftet. Also ich habe jetzt das Minimum an Kisten. Das andere wird alles Fässer sein in Zukunft. Ganz einfach aus dem Grund, wie gesagt, Kisten sind auch, also Truhen sind Entitäten halt. So, jetzt wollte ich mal gucken. Ich glaube, wir waren von euch derjenige, der Köpfe so toll fand. Ich glaube Kai, ne? War Genau Kai das. derjenige oder war das, Blue? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich noch Köpfe hier. So, warte mal. Glück 3 hätte ich was. Möchtest du ein Glück-3-Buch? Ja, gerne. So, ein Glück-3-Buch. Warte mal, ich packe mal meinen Bogen hier zur Seite. Mein Buch und Feder packe ich auch mal zur Seite. Wie schaut's mit Diamanten aus? Bist du schon voll ausgestattet? Bist doch nicht voll ausgestattet. Nee, bist du nicht. So, dann hätte ich ein Buch mit Effizienz 4. Denke ich mal, kannst du auch noch gut gebrauchen. Ja. Was habe ich denn noch hier alle? Warte mal, Name Tags. Brauchst du sowas? An Name Tags kann ich mich erschlagen, sage ich dir jetzt schon. Kannst du auch haben. So. Explosionsschutz 2 habe ich noch im Buch. Dann habe ich noch so eine Hatchet. Wollte ich dir geben. Ja, ich gebe dir mal die Bücher. So, warte mal. Dann gebe ich dir nochmal den Dripstone mit den Dingern dazu. Dann hast du auch gleich noch ein paar mehr. Ich nehme mal an, du willst hier so eine Mini-Lava-Farm machen. Totem of Undying, hast du das? Weil ich habe ganz viele. Möchtest du das? Ich hab eigentlich schon. Hast du genug oder brauchst du noch? Ich könnte nur eins Halt. gebrauchen. Okay. Okay, gut. Hier ist alles so Kleinkrempel drin. Und dann gebe ich dir noch zwei Banner, weil wir haben ja die ganzen Pillager Ja. umgebracht. Warte mal, so, jetzt muss ich mal so anklicken. Da. Okay. Okay. Mein Brot mal kurz auf unten. Warte mal, ich pack mal das Blender rein.
So, dann muss ich mal den Rest aus meinem Rucksack hier holen. Brauchst du noch Was für ein? normale Bücher oder sowas? Auf denen habe ich genug. Hast du genug? Also ich hab so viel Zeug, ey. Mann, ich werde mir das nie merken. Also wenn ihr einen Rucksack habt, nicht in der Hand behalten, wenn ihr eine Kiste aufmacht. So, Glas in rauen Mengen. Hier haben wir Schlamm und Netherziegel. Ja, okay. Okay, dann machen wir hier den Ziegelstein noch rein. Muss mich erstmal wieder einfrümmeln in meine Kisten. Hier siehst du. Okay, hier ist Grünzeug drin. Da kommt die Rose rein. Warte mal, haben wir die Knochen da drin? Ja, haben wir. So. Denn meine Spinnfäden. Okay, Spinnfäden haben wir wieder ein bisschen weniger als sonst. Das Hühnchen brauche ich jetzt nicht. Dann habe ich noch Kupfer in der Tasche. Alles für eine Sortiererei immer. Das ist so. Man sollte sich abgewöhnen, so viel Zeug zu sammeln. Ja, dann packe ich mit. So, ohne Moos nichts los. Da packe ich mal mein Bötchen mit rein. Keramikscherben oder was? Tropf, Tropf. Weil ich habe genügend von diesem Dripstone. Ach, hier ist auch wieder alles mögliche an Zeug drin. Okay. So langsam wird Chaos hier. Ey. Rohe Erze. Okay. Ja. Machen wir das nicht formbare Masse. Ich mache jetzt mal die Schabe da rein. Ah, okay. Dann habe ich noch Schüsseln, die packe ich beim Essen mit rein. Noch ein Buch. Also ihr seht, ich kann mich hier echt. Okay, die wollte ich behalten. Die muss ich da wieder reinpacken, weil das nämlich immer mein Ersatz hier ist. Okay, das raus. Das raus. Das. Brauchst du noch irgendwie Gold oder sowas? Gold habe ich auch genug. Hast du auch. Okay, meine Ersatzsticks, meine Schere, einen Amboss habe ich mit. Dann lasse ich die Köpfe da mal drinne. Kohle. Packe ich hier auch mal mit rein. Das ist immer so meine Ressourcentruhe hier. Dann kann ich das dahin packen. Okay, und der Rest, wie gesagt, aua, jetzt renne ich hier schon gegen die Wand. Fängt ja gut an. Halt. So, okay, haben wir hier noch Essen? Oder irgendwas, was da reingehört? Nee, haben wir nicht. Hier habe ich noch diese komischen Augen. Pack ich mal das dahin. Dann haben wir so eine Matschepampe. Dann können wir die Tontöpfe hier unten reinpacken. Dann habe ich hier irgendwo so eine Lichtsache hier. Genau. Guck mal. Bum-Bum-Zeug kommt da rein. Genau, das wollte ich dann nochmal rausholen, weil das hat ja nichts zu suchen. Das kommt hier in rohe Erze mit rein. Das heißt also Gold. Was? Hier pinselt einer meine Bude sauber. Ja, ich habe mich gestern So, dreckig okay, ausgeputzt. ich hab wieder alles so, wo es hingehört. Sehr schön. Okay, dann packen wir den Rucksack mal wieder zur Seite. Ja. Also, hallo Stina, moin aus Hamburg. Einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich dir nach Hamburg. Ich habe ja vorhin ganz klammheimlich mal bei dir vorbeigeschaut, weil wir waren ja am Vorbereiten von unserer Oster-Event-Aktion, die es am Sonntag geben wird. Sprich auch Montag, aber Sonntag ist halt der offizielle Teil. Ja, wir waren ein bisschen beschäftigt seit 2 Tagen. Also Mimi, Rio, Cooper und heute auch der Kirito. Und wir haben da was vorbereitet. À la Klötzchen-Universum natürlich, ne? Kennst uns ja. Ja, wie gesagt, das wird öffentlich sein und genaue Informationen werden natürlich noch kommen, weil natürlich eure Communities alle mitmachen können.
Weil es wird auch was zu gewinnen geben. Ja, was zu gewinnen. Yay. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also wir haben uns da so für Nichtmitglieder was ausgedacht und für Mitglieder was ausgedacht. Also das wird sehr, sehr lustig. Wir haben uns ein bisschen so, ich sag mal so, Stina, ein bisschen an Momentum. Also da wird es etwas beigeben, wo du wahrscheinlich auch wieder anfängst, herzhaft zu lachen. Ich sag's dir jetzt schon. Mehr verraten wir aber nicht. Wir haben das mal ganz still, klammheimlich und leise gemacht. Aber wie gesagt, also, ja. Wie gesagt, die genauen Infos, wie gesagt, die werde ich heute Abend zusammenkratzen und werde die dann morgen mal posten. Und damit ihr alle Bescheid weißt und wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch alle in euren Communities teilen und Leute holen und es wird bestimmt mega lustig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil wir haben da echt, wir haben schon beim Bauen sehr gelacht. Ja, wir haben mal für den, also eine, ich sag mal, ein öffentliches Community-Spiel vorbereitet. Einen Oster-Event. Ja. Mit Dingen, wo ihr im Grunde genommen, sagen wir mal, aus Momentum und allen möglichen Dingen, ja, ich will nicht zu so viel verraten. Stina, du kannst ja schweigen wie ein Grab, das weiß ich. Ich sag nur, eine knallgrüne Gummizelle. Dann verstehst du schon, was damit bei sein wird. Ich höre Stine immer noch in meinem Ohr singen. By the way. Jo. Ich denke mal, Wusimo hat auch so eine. Ich weiß nicht, ob du bei dem Teil schon angekommen bist. Bin jetzt, glaube ich, beim Teil 48 oder 50. Die Teilnummer habe ich gar nicht so in meinem Kopf drin. Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn ich Stine sage, eine knallgrüne Gummizelle, dann weiß ich schon Bescheid. Da kommt schon wieder Besuch. Hallo, Kai, warte mal. So, ich guck mal, ob er schon da ist. Nein, ist er noch nicht. Da, hallo, Kai. Huhu, grinst. Ja, Stine weiß, was gemeint ist. Ja, das musst du da unbedingt mit drauf. Du wirst verstehen am Sonntag, warum. Das hat, wie gesagt, also kannst auch, wie gesagt, es ist offen für alle. Wie gesagt, wir haben keine Whitelist, wir haben nichts, ja. Und da kann dann halt jeder mitspielen. Also hier auf dem Community-Server, wie gesagt, ist unser Dankeschön an alle uns unterstützende Mitglieder der Stufe 2, also die unseren Kanal hier unterstützen. Die dürfen alle hier rauf. Und am Sonntag, wie gesagt, wird es ein öffentliches Projekt geben. Und da werde ich in regelmäßigen Abständen dann immer die IP in den Chat posten. Und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ihr könnt da was gewinnen und das wird mega lustig. Das macht nichts, Stine. Du kannst auch Montag dir das angucken. Also ist alles gut. Du kannst auch Montag rauf. Also wir werden es so machen. Sonntag machen wir den Event und Montag, wie gesagt, ist er dann nochmal zugänglich für alle. Jo. Also alles gut. Alles gut. Aber vielleicht, wie gesagt, weil wir haben uns gedacht, es sind ja doch sehr, sehr viele zu Hause, die halt aus welchen Gründen auch immer nicht in Familie feiern und dann haben wir uns gedacht, machen wir das diesmal. Ja, und vor allen Dingen etwas, es ist allerdings nur für Java dann. Also hier ist ja Java und Bedrock, allerdings das Event wird leider nur für Java sein. Das ist jetzt die letzte Info. Ob die sich das jetzt nochmal anders überlegen, weiß ich nicht. Bei Kirito hat gesagt, rein theoretisch wäre es möglich. Das Problem ist nur, da Bedrock ja ganz verschiedene Konsolen und Handys und weiß ich was alles benutzt, ist das immer das Problem, dass es Probleme geben kann. Und das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dass wir die ganze Zeit natürlich da sitzen und die Probleme der Bedrocker lösen. Bei Java ist das immer ganz einfach, zack, fertig und ja, ihr kennt das ja. Bei Bedrock ist das halt ein bisschen anders. Weil die, da muss man halt auf viele spezielle Dinge achten halt, ne? Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt erstmal für die Java und irgendwann machen wir dann auch mal wieder was für die Bedrocker alleine. Das geht schon. Das ist alles nicht so,
Das Problem. So, jetzt mal zurück. Mimi hat eine wunderprächtige Vorlage gemacht. Stine, möchtest du die sehen? Was Steampunk angeht. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Aber es hat mir mal wieder gezeigt, warum ich eine Mimi als Bauteamleiter habe. Ich zeig's dir mal kurz. Warte mal. Du weißt ja, was Mimi sonst immer baut, ne? Die ist ja schon sowieso so durchgeknallt. Also, könnt ihr mal schlafen gehen? Dann kann ich unter Lichtumständen Stine mal zeigen. Und denen, die dazugekommen sind, was sich unsere Mimi hier in ihrer Bauarea, die sie mit Kai zusammen gemacht hat, noch ausgedacht hat. Weil sie wollte mir so eine Vorlage geben, was man in Steampunk machen kann wegen Blockwahl und so. Ja, ich warte mal, bis hell ist. Okay. Du siehst, da kommt was Großes. Ja, ich gehe mal ein Stück weg, dann sieht man es nämlich besser. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Es ist typisch Mimi, sage ich nur. Also warum klein, wenn es auch groß geht? So. Fertig? Tada! Ist das ein Hammer? Stine, schau dir das Ding an. Schau dir das bitte an. Ja, so sieht's von der einen Seite aus. Da ist die Uhr dran. Und Zahnräder und etc., ja. Ja, ich warte mal kurz, weil mein Stream, der hinkt ein bisschen hinterher. Ich werde mal kurz hier stehen. Na Kai, komm, du bist auch immer so. Ja, genau, das ist ein Uhrenturm. So, warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite, damit du siehst. Also, der wird nicht nur mit Dampf angetrieben, sondern auch mit Windkraft. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann siehst du die andere Seite. Wie gesagt, ich muss immer einen Augenblick warten, bis dann der Stream hinterherkommt. So, hier ist ja schon die legendäre Teekanne, ne? Also, Honigkanne in dem Falle. So, jetzt muss ich mal runter. Weil die Honigkanne hast du ja schon gesehen. Warte, ich zeig's dir. Also, ich versuche alles zu zeigen. So, das ist eine Honigkanne. Eine Honigkanne. Und zwar hat der Sinn der Sache ist, dass Mimi sich überlegt hat, wie ich mein Kupfer wachsen kann, weil ich ja so viel Kupfer brauche und so viel Kupfer korrodieren lassen muss. Und dann hat sie mir kurzerhand quasi eine ganze Fabrikanlage gebaut, also wo Honig hergestellt wird. Also wie gesagt, natürlich immer für die Community im Allgemeinen nutzbar, ne? Also das ist immer alles für die Community. So. Also das auf jeden Fall, wie gesagt, ist die legendäre Teekanne. So, und das ist die andere Seite von diesem legendären Uhrenturm, der natürlich auch noch mit Windkraft angetrieben wird. Wahnsinn. Abralot. Und wie gesagt, unten gibt es halt eine dampfbetriebene Korrodierfabrik für Kupferangelegenheiten. Genau, eine Machst du? Bienenfarm, genau, eine Bienenfarm. Der war ja wieder klar, dass der hier wieder erscheinen würde. Nein, nein, Kuschelfreund. nein, nein, nein. Ey. Ach Oh ja. Das war Mann. ja vor schief gegangen. Wo kam der denn her? So, auf jeden Fall, wie gesagt, hat das Dine richtig erkannt. Das ist eine Bienenzuchtanlage sozusagen, eine Bienenfarm. Hübsch verpackt. Man kann auch reingehen und ist auch eingerichtet. Mit einer Honigtasse sozusagen. Und dann haben sie sich halt überlegt gehabt. Also Kai hat hier fleißig mitgeholfen. Hier vorne ist die Korrodierfabrik. Und hier ist sozusagen die Umwandlungsfabrik, wo die Erze umgewandelt werden. Ist hier vorne alles dampfbetrieben und mit. Und hier ist halt die Fabrik für Korrosion und Wachsung. Sozusagen. Ich muss hier mal mich irgendwie durchquetschen. Kann ich dir das mal zeigen? Also richtig so mit Laufbändern und Korrodieretagen. Da muss ich auch wieder das Kupfer dann auswechseln. Also hier quasi kommt der Honig rein. Ja? Hier läuft der Honig lang.
Ja, ich habe den Ofen noch gar nicht angeworfen, genau. Nein, aber ich zeig's euch einfach mal so. Also hier, wie gesagt, kommt der Honig rein, der da hinten in der Teekanne quasi in der Honigkanne hergestellt wird. Der wird dann hier quasi, ja, in diese Apparatur hier reingefahren. Ja, hier. Und kommen als Wachsklumpen wieder raus. Und diese Wachsklumpen, wie gesagt, die gehen dann hier rein. Und der restliche Prozess findet sozusagen jetzt hier unten statt. Das heißt, wir haben hier vier Ebenen in verschiedenen Korrosionsstufen und Gewachsstufen sozusagen. Na, also. Ihr seht das. Also ich kann dann auch drücken, ich kann auch Ebene 4 runterfahren. Ihr seht, hier ist alles fertig. Hier ist manchmal auch ein Schleimi am Rumhüpfen, der sich dann liebevoll um diese ganzen Kupferblöcke kümmert. Das ist nämlich ein Schleimschrank, wie wir festgestellt haben. Also ihr seht, man kann in alle Ebenen, aber das, wie gesagt. Es ist meine Kupferwachskorrosionsmaschine sozusagen. Und alles andere, wie gesagt, kommt dann hier irgendwann in die Kisten halt rein. Was ich mir dann immer holen kann. Ich finde die Idee alleine dahinter halt. Ne? Und das ist halt hier so, diese Fabrik. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe immer noch nicht so ganz geschnallt, wie ich da reinkomme in das Ding. Da, wo diese Verhüttung stattfindet, sozusagen. Also, hier werden sozusagen die Erze eingeschmolzen in dieser Anlage, wenn man so will. Gibt hier eigentlich einen Eingang? Ja. Kann man durchs Fenster gucken? Okay, dann muss es ja hier irgendwo. Ach, das war auf der Seite, genau. Und hier ist sozusagen die Verhüttung von den ganzen Erzen. Hier sind die Hochöfen drinne. Dann kann man hier, da steht ein Schild dran, was ich nicht lesen kann. Es ist nämlich zu weit oben. Warte mal. Ich muss mal gucken, was da steht. Ich kann es nicht lesen. Oh, was steht da? Kannst du das lesen, Wusimu? Da oben? Zu brennendes Material. Ah, das heißt, genau, hier schmeißt man das rein. Und dann macht man den Schalter irgendwie an. Und dann kommt hier unten das Geschmolzene raus. Können wir mal warten, was denn kommt. Es hört sich auf jeden Fall bubbelig an da drin. Ja, seht ihr? Schaut mal. Es ist quasi eine Kupferschmelzanlage hoch. Ah, ich muss jetzt mal sehen, dass ich. Mann. Okay. Das hat noch ein bisschen Fehler im Kinderschuh, steckt das noch, aber ihr versteht. Wie gesagt, ich finde diese Idee wundervoll. Also ich finde die echt. So, Brennstoffe kommen quasi da oben rein, also die Kohle oder Lava, je nachdem. Und ihr seht, das ist so ein richtiger Hochofen hier drin. Ich finde das richtig genial. Und ich bin so froh, wie gesagt, dass die hier mir das Spielen so aufhübschen, sage ich mal. Das ist so, ach, da macht so richtig Spaß. Ja, also, dass die sich da so. geniale Ideen eigentlich entwickeln, wie man eigentlich so das alles so nett verpacken kann. Ich finde das richtig cool. Ja, also ich bin hellauf begeistert. Und Busimo ist ja derjenige, der mich momentan immer so ein bisschen auf meinen Wanderungen begleitet und wir uns beide wahnsinnig gegen nette Pillager immer verteidigen, ne? Wir haben da so ein leichtes Pillager- und Kuschelfreund-Problem jedes Mal. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist das sozusagen, alles, was man so braucht, um wundervolles Kupfer hier zu gewinnen. Also das ist Wahnsinn. Ich finde es genial. Und so zwischendurch kann man dann auch mal Gold einschmelzen. Also wie gesagt, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich hier hinkomme, was ich hier immer alles finde. Das ist, ich habe schon schlechtes Gewissen, weil ich noch gar nicht so viel gebaut habe hier. Aber das wollen wir ja jetzt ändern.
Zumindest habe ich jetzt dank der Mimi so eine Vorstellung, dass meine Blockwahl, die ich im Kopf drin hatte, nämlich doch nicht ganz so falsch war. Und dass, wie gesagt, mit Keramik, Granit und Kupfer und Backstein natürlich die beste Variante ist, zu bauen oder auch eben diesen Schlamm einzuwenden, also einzubringen. Und wie gesagt, der Kai hatte sich dran gemacht und hat hier mal die ganzen Blöcke ausgewechselt und dann sieht man das auch. Ich hatte ja vorher diese hässliche weiße Keramik da drinne. So, und damit ich jetzt besser bauen kann, werde ich jetzt mal meinen Shader ausmachen. Und ich hatte gesagt, das, was ich jetzt machen möchte, ist jetzt erstmal meinen Bogen reparieren gehen. Weil der ist mir hoch und heilig, weil der Unendlichkeit drauf hat. Und mich immer sehr liebevoll unterstützt bei meinen Reisen. Das heißt, ja, willst du mit zum Spawn kommen oder? Weil ich Jetzt hätte muss auch ich ein echt bisschen Erde und zurück. Kobbel, was ich wegbringen musste. Okay, dann kann ich ja helfen, so das Jo. Kobbel mitzunehmen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja so viel. Also gerade Erde und so halt, ne? Wir haben ja da unseren Tauschmarkt. Kobbel, ja, Kobbel würde ich sagen, eine Reihe müsste mit. Eine Reihe, dann nehme ich mal die Erde. Weil sonst sind die Kisten hier voll. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich die grobe Erde mitnehme. So. Ganz normale Erde. Warte mal, ich möchte natürlich volle Dinger. So, weil Erde haben wir hier mehr oder weniger echt im Überfluss. Okay, weil grobe Erde kann ich zwar auch eintauschen. So, ich bin voll beladen mit Erde. Alle Erde mitnehmen. Jo. Bis auf die grobe Erde. Okay. Rasen auch noch lassen, weil ich habe zwar was mit Behutsamkeit, aber. Weil das tauschen wir alles gegen Emeralds ein. Dann ist der Vorrat nämlich wieder da und ich wollte nämlich mal gucken. Nee, Schlamm kann ich mir auch selber machen, das ist nicht weiter. Ich denke mal, das könnte auch so eine Idee sein, dass man hier zum Beispiel noch sowas wie eine Schlammverarbeitungsfabrik hinstellt. So als kleiner Augenzwinker zu Kai. Der immer fragt, was er bauen soll. Gut. Okay, dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen, oder? Bist voll? Ja. Gut, ich bin auch voll. Gut. Hast du dein Danke-Zeugs da eingepackt, da? Ja, Dein alles eingefacht. Essensgedöns, Gott. Okay, dann ziehen wir mal los und bei der Gelegenheit können die Leute nämlich dann auch sehen, wie das hier funktioniert. Also den netten Steampunk-Fuchs hier anklicken und schwuppdiwupps sind wir hier schon angekommen. Ich laufe nicht übers Dach, ich laufe zwar querfeldbeet ein, aber nicht übers Und hier unten ist nämlich der Tauschmarkt. Und jetzt werden wir nämlich alles, was wir an Erde und Kobbel jetzt mitgenommen haben, werden wir jetzt hier eintauschen. So, mein Herrschaft ist hier hinten irgendwo. Der war hier, glaube ich. Ja. Bei Schnappi. So. Oh? Schnappi. So. Und ihr seht, ihr könnt das ganze sinnlose Zeug, was man dann irgendwann nicht mehr braucht, alles eintauschen. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr lustig seid. Emeralds kann man nie genug haben. So, ich hab jetzt so. Da. 4,5 Stacks Emeralds. Nicht schlecht. So. Wie viel hast du schon eingenommen? Ich Guten muss Abend, noch lieber die Erde. Gucci. Ich muss halt nur noch die Erde noch verkaufen. Gucci, wir müssen irgendwie morgen mal schaffen zu reden. Ich muss nur gucken, zeitlich oder so, wie ich das mache. Aber das denke ich mal so vor Momentum oder nach Momentum können wir das machen.
Weil morgen Abend ist ja wieder 20:30 Momentum und Sonntag ausnahmsweise ein Osterevent mal, wo ihr dann alle mit uns spielen könnt. So. Er tauscht noch. Also wie gesagt, das ist halt das Praktische und das ist halt überall so, ne? Ihr könnt hier überall eintauschen machen und tun. Da, okay. Dann habe ich die Emeralds. Hier ist übrigens der Kobbelfritze, der euer den ganzen unnützen Kobbel hier ankauft. Der kauft auch normalen Stein oder Bruchtiefenschiefer. Also manchmal hat man ja wirklich viel zu viel von dem ganzen Zeug. Ihr seht gerade, mein Inventar wird gefüllt. Okay, super. Okay, dann haben wir wieder ganz viele schöne Emeralds, die wir wieder für irgendwelches Zeug ausgeben können. So, dann müssen wir mal überlegen, was brauchen wir? Das Problem an der Sache ist, hier gibt es natürlich auch so einen Schlammfuzzi. Ja? Er würde das aber jetzt so ankaufen. Das heißt, ich hätte auch die Erde, aber ich hatte nicht mehr genug Smaragde und würde mir die gegen Schlamm einkaufen. Den Schlamm wiederum, ihr seht, das ist ganz schön teuer. Und ich habe ja den Mangrovensumpf bei mir und muss ja eigentlich nur den Schlamm abbauen und dementsprechend vorbereiten. Das geht schon. Hallo Basti. Herzlich willkommen bei den Klätzchen. So, was könnte man für Steampunk noch einkaufen? Ich bin ja immer noch so ein bisschen. Man könnte natürlich Prismarin holen. Ihr seht, die Schwämme sind auch relativ teuer, ne? Also die IP, wie gesagt, die gibt es, da das ein Community-Mitglieder-Server ist, für alle, die uns auf der Stufe 2 der Kanalmitgliedschaft unterstützt. Also die dürfen hier mit uns spielen. Also ihr seht. Manche Sachen sind ein bisschen schwieriger einzutauschen. Diorit brauche ich nicht unbedingt. Jetzt muss ich mal überlegen, was brauche ich? Was brauche ich? Brauche ich überhaupt irgendwas von hier? Genau, ich kann immer nur sagen, lest euch die Videobeschreibung durch. Da steht alles genau drin. So, diese ganzen Zeug habe ich auch. Eigentlich fällt mir momentan nicht so wirklich ein, was ich brauche. Das fällt mir bestimmt wieder ein, wenn ich zu Hause bin. Von meinem Glück. Und es gibt ja hier auch noch so ein Farmland. Ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde das alles mal. Alles mal zusammen. Ja, ich kann es auch in den Rucksack packen. Das pack das mal alles in. Obwohl. Nee, Quarz brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Nicht wirklich. Wir packen mal die ganzen Emeralds in den Rucksack. Okay. Den Rucksack wieder zur Seite. So, dann machen wir mal den üblichen kurzen Server-Rundgang, weil ich ja sowieso dann meinen Froschi und so. Jetzt überlege ich gerade genau, wir wollen ja einen Bogen reparieren. Das heißt, wir müssen zum Bahnhof. Wir haben zwei Ja, es Wege. geht nur Warte mal, schnell wir hier. können hier hinten lang laufen. Wir müssen nicht den ganzen Weg laufen. Das geht viel einfacher. Wir müssen nur hier hinten durch. Wir fahren mit der kleinen kurzen Eisenbahn und dann, warte mal, hier runter. Hier geht es nämlich auch zum Bahnhof. Nee, Moderatoren werden nur Leute aus meinem Team. Das hat die Bewandtnis, dass wir alle schon etwas älter sind. Und ich annehme, dass du noch etwas jünger bist. So, ich hoffe, wir sehen genügend Loren. Wenn nicht, müssen wir wieder auffüllen lassen. So, jetzt fahren wir zum Bahnhof. Yay! Zum Hauptbahnhof. Oh, tot. So. Wie gesagt, da müssen wir, also bei uns ist das nämlich so, deswegen beim Community-Server, dass wir halt mehr oder weniger rund um die Uhr hier immer Admins haben, die hier auffüllen, auf euch aufpassen und ja. So, dann werden wir mal kurz ein Ticket kaufen. Wir müssen ein Ticket kaufen. So. So, ein Ticket kaufen. Ein Ticket hier reinschmeißen. So. Durchgehen. Bitte. Und die nächste Lore in Empfang nehmen.
Genau. Okay, du hast deine auch. Gut, das heißt, es ist alles noch vorhanden. So, ja, ich bin faul, ich fahr Fahrstuhl. Ja. Da. So, Mr. Porter, wie gesagt, kann man hier auch schon erreichen. Aber wir wollen ja zur Farm Area, weil, wie gesagt, ich brauche die Eva. Das heißt, ihr setzt quasi die Lore hier hin, setzt euch rein, drückt ein bisschen W und dann fährt die los. Ja, und jetzt haben wir erstmal eine längere Fahrt vor uns. Ich habe übrigens das Gamma erhöht, also denkt mal nicht, dass das hier so hell ist. Glaubst du, ich gebe Geld für Mitglied aus? Ja, du musst es ja nicht. Wie gesagt, das hat ja, wie gesagt, seine Gründe, warum wir es so machen. Genau. Alle. Ja. Wer das Risiko auf kostenlosen Servern eingehen möchte, kann es ja gerne tun. Ich mach's nicht mehr. Meine schlechten Erfahrungen. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, zeigt es mir ganz deutlich, wie du reagierst, dass du noch sehr jung bist. Jo. Okay. Genau. Und wie gesagt, wir haben ja sehr viele Sicherheitsprogramme im Hintergrund und mein Team, wie gesagt, ist rund um die Uhr hier immer beschäftigt. Und wie gesagt, die machen das alles kostenlos. Ne? Ja. Dann lass dir was einfallen. Was soll ich dazu sagen? Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, seht ihr, wir fahren jetzt erstmal Richtung Farmland. Weil ihr müsst wissen, dieser Server ist mit der Spielmechanik auch Abenteuer und Bauen fokussiert, also ausgerichtet. Das heißt, also wir haben euch mal so die ganzen gängigen Farmen abgenommen, weil wir natürlich dadurch, dass wir Java und Bedrock drauf haben, natürlich wirklich drauf achten müssen, dass hier das alles leckfrei geht. Auf nach oben. Und um das zu bewerkstelligen, wie gesagt, haben wir gesagt, dass wir alle großen gängigen Farmen, die natürlich die Performance erheblich runterschrauben, so XP-Farm ist hier hinten, runterschrauben im Grunde genommen, dass wir euch die abnehmen und haben die alle in eine etwas ja vom Spawn weiter weggelegene Wasserfläche quasi angelegt, damit ihr hier halt in Ruhe das alles machen könnt. Und ja. So, und hier ist das halt so, also ihr könnt hier ganz gemütlich quasi stehen und bisschen runter. Und das Schöne bei der XP-Farm hier ist, es ist gleichzeitig auch eine Goldfarm. Was, seit wann spiele ich Formel 1? Ja, kannst du mal sehen, ich habe meine Formel 1-Bahn unten im Untergrund, Gary. Also, wie gesagt. So, ich müsste aber dann mal den Bogen irgendwie in meine Hand nehmen, würde ich sagen. So, machen wir das doch mal so. Ja, das hat mir Sinn. Also, ihr habt ja quasi, ja, alle gängigen Mobs drin, ne? Die Spinnen sind nebenan. Die werden weggeschwemmt. Die kommen nebenan, eine Etage tiefer. Und wie gesagt, dadurch, dass das Nether ja noch nicht offen ist und das End, wie gesagt, also das Nether, wie gesagt, haben wir halt die Goldfarm hier mit integriert. Und hier gibt es also auch eine Eisenfarm. Alle gängigen Farmen findet ihr hier. Also. Das dauert zum Augenblick, bis ich meine XP habe. Ich hätte auch den Bogen reparieren können, indem ich meine Experience-Fläschchen nehme, aber ich heb mir die immer gerne auf. Wenn ich dann doch mal woanders in eine der Strukturen gehe, die wir immer so regelmäßig mal besuchen. Na komm schon. Hopp.
Können wir das jetzt mal reparieren? Das dauert einen Augenblick, aber wie gesagt. Klapper, 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 klapper. Weil dann kann ich nichts was trinken. Und hallo Finny. Herzlich willkommen bei den Klatschern. Wie gesagt, am Sonntag gibt es ein Event, einen kostenlosen Event, wo alle rauf können. Da ist auch keine Whitelist drauf. Die IP gebe ich dann im Stream bekannt. Und dann könnt ihr da halt alle Java-Spieler können sich da drauf verbinden. Das wird sehr lustig. Ich werde aber noch nicht verraten, um was es geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es ein Muster-Event und ja, es wird sehr lustig, sage ich euch. Ich freue mich drauf. Was meintest du? Ich muss schnell jetzt wohl keine Kriege. Okay, weil ich höre dich hier in dem Namen so schlecht. Warte, die sind so laut. Ich bin gleich wieder da. Okay. Also, jetzt habe ich ihn verstanden. So, Wusi macht deine Sachen und ich bin jetzt hier erstmal am Wursteln. Ich guck ja immer noch, aber ich glaube, Kai, seine Kindies sind noch wach. Noch wach sind. Der kommt nämlich sonst auch immer in den Chat hier. So, okay. Was ist das für ein Server? Das ist ein Java Bedrock Server mit dem Fokus auf Bauen und Abenteuer machen. Also Abenteuer erleben. Das heißt, hier gibt es ganz viele neue Strukturen. Und mal so ein bisschen was anderes als so ein normaler Community Server. Und ja, wir erweitern das sozusagen immer weiter mit euch. Also wir hören natürlich auch auf eure Ideen, die ihr immer so habt. Solange sie halt umsetzbar sind für Java und Bedrock, ne? Also es muss ja spielbar sein auf alle Konsolen und Handy und hast du nicht gesehen, weil wir wollen natürlich, dass ihr alle hier mitspielen könnt. Und deswegen zum Beispiel auch das mit dem Farmland, dass wir euch das so abgenommen haben, damit das halt performancemäßig passt. Da, wie gesagt, ich brauche jetzt einen Augenblick hier, bis mein Bogen geladen ist. Aber das ist nicht weiter schlimm. So kann ich euch ja halt ein bisschen was erklären. Warte mal, ich mach mal die Mobs ein bisschen leise. Das ist ja schlimm hier. So, feindliche Kreaturen, machen wir mal ein bisschen. Drehen wir die mal runter. So. Das ist jetzt angenehmer. Jetzt. Ja, habe ich gerade gemacht. Ist ein bisschen laut. Habe ich auch gerade gemerkt, aber durch Smart Pixel, wie gesagt, verstellt sich das immer. Weil ich immer die gleichen Einstellungen nehme oder wenn ich jetzt auch im Momentum bin. Da ist es nämlich wichtig, immer die Viecher zu hören, wenn die einem entgegenkommen. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir euch diese Farmbauerei hier so ein bisschen abgenommen, damit das halt performance-mäßig bleibt, weil wir haben hier bei den Bedrockern zum Beispiel Leute bei, die wirklich mit der PlayStation 4 hier noch raufkommen. Wir haben Leute, die nicht ganz so starke Handys haben, die hier mitspielen und iPads und so halt. Also es ist auch auf schwache PCs ausgelegt, also für Java, die ein bisschen schwächere PCs noch haben. Immer noch laut. Weiter, dann mache ich es noch leiser. Weiter, weiter, weiter. Weil ich kann das immer nicht so. Ich höre das ja nur an meinem Ohr. Ah. Ich kann es natürlich noch ein bisschen leiser machen. Warte mal, ich. Wir machen die mal auf. 22. Ah. Gut. Könnte mich nur noch schlagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, damit halt auch schwächere PCs hier, weil nicht jeder hat einen Gaming-PC oder solche Sachen halt. Mein PC ist auch nicht gerade noch der modernste und bitte. Und von daher, wie gesagt, haben wir das so angepasst, dass eben halt auch ja, ältere Geräte mitspielen können. Dass das alles im Grunde genommen passt.
Wisst ihr, warum das nicht geht? Ich bin doch ein Honk. Guck mal, was hier fehlt. Den können wir doch nur anders reparieren. Okay, dann machen wir das anders. Dann repariere ich. Was reparieren wir denn mal? Ich brauche gar nichts reparieren. Das ist alles noch in Ordnung. Hier ist doch gar keine Reparatur auf meinen Bogen, weil der hat doch Unendlichkeit. Ich bin so doof. Ich muss doch einen anderen Bogen darüber packen. Um den zu reparieren. Ja, ich alles gut. Vielleicht. Ja, das geht nicht. Nein. Nein, ich habe ja den Ersatzbogen von Kai. Kai hat mir ja noch einen Ersatzbogen gegeben. Da ist zwar Reparatur drauf, aber wie gesagt. Ja, wie gesagt. Also, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wo die XP-Farm ist. So. Und hier unten ist die Spinny-Farm, ne? Und das gesamte Loot, also da ihr ja meistens da oben nur steht. Wie gesagt, die lösen sich dann auch irgendwann selber auf. Warte mal, ich gehe die mal nochmal kurz Kleinholz machen. Ah, wir machen nochmal Kleinholz hier. Und weil die ist relativ effektiv hier. Da. So, schnell weg. Also das gesamte Loot findet ihr hier quasi. Ne? Also ihr seht, da wo immer was reinkommt, gibt es so eine kleine Lichtanlage. Und das Loot könnt ihr euch hier alles rausnehmen, ne? Also hier auch Bögen und sowas alles. Jo. Okay. Ne, gut. Dann muss ich das anders machen mit dem Bogen. Dann muss ich den zum Schmied geben. Okay, und ihr seht hier hinten, da hinten zum Beispiel, das ist der Wächter. Und in diesem Wächter ist Tatsache eine Prismarinfarm drin. Und, also für alles, was aus dem Meer kommt sozusagen. Dann haben wir hier eine Froschi-Farm. Und die hat Feuer. Die Magma-Blöcke kriegt ihr da. Dann kriegt ihr die Schleimbälle dort. Und die Froschi-Lichter. Also das sind immer so gekoppelte. War doch okay. Sorry, dass ich dann halt nichts verstehe. Ja, das war ein bisschen laut, Gary. Ich weiß, was Finny meint. Das ist manchmal so, weil ich habe ja den Kopfhörer auf und höre das in Normallautstärke, aber im Stream ist das immer nochmal eine andere Lautstärke. Und da sollte meine Stimme noch zu hören sein, im Gegensatz zu sämtlichen Monstern. So, und bei der Froschi-Farm ist das eigentlich ganz gut. Ihr könnt entweder den Frosch in die Puppes klettern oder ihr macht hier einfach mal so eine kleine AFK-Sitzung. Da könnt ihr dann hier... Nein, ich will das jetzt nicht bauen. Warte mal, wir können das auch so machen. So. Also ihr könnt auch das Hit-Plugin, es geht beide. Ja. Und dann könnt ihr dazu gucken, wie hier die Magma-Blöcke entstehen und die Schleimis und ja. Wie gesagt, hier ist die Froschzuchtanlage sozusagen und hier werden die Frösche gemästet und werfen dann Froschi-Licht ab. Mhm. In allen Farben. Ich finde das immer sehr entspannt hier zu sitzen. Dieses... Und dieser grinsende Frosch. Jo. Ich finde das schön hier. Und schaut mal, hier hinten ist die Kaulquappe. Warte mal. Da, da schwimmt die Kaulquappe. Also ihr seht. Und dann geht man halt dem Froschi quasi durch den Püppes rein. Es ist, verzeiht, aber mein Bauteam hat manchmal eine seltsame Art von Humor. So. Und dann kriegt ihr hier alles wieder raus. Und zwischendurch ist immer einer da, wenn er Langeweile hat, der das hier alles einsortiert. No? Also Gelb scheint sehr beliebt zu sein. Hier gibt es auch Lila. Und wie gesagt, Schleim. Schlafen könnt ihr hier auch. Und so haben wir das eigentlich alles so eingerichtet. Und hinten gibt es dann halt nochmal diese ganzen gängigen Sachen wie... alle möglichen Dinge. Okay, hab ich's. Alles gut. So, auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es hinten in dem hinteren Bereich alle Tierfarmen. Also Wolle, Leder, Fleisch.
Da steht auch die Eisenfarm unter anderem. Dann gibt es alle gängigen wie Karottenweizen und ja, Melonen und Kürbis und also alles, was man so braucht halt. Ihr könnt es uns ja mal kurz angucken. Und dann gibt es natürlich auch eine Trading Hall. Also, weil ihr wisst ja, wenn jeder jetzt sich da so Villager anlegt als Dorf, hier kommt Loot raus, ne? Ihr könnt es euch aber auch hier holen. Das steht dann überall dran. Also, es ist alles zur freien Verfügung. Ja, wie gesagt, Jan, du hast mich gestern das auch schon gefragt. Ich habe schon Fusseln am Mund bei dir. Wenn du wissen willst, wie du zu der Server-IP kommst, dann guck in die Videobeschreibung rein. Es ist müßig, es jeden Abend immer und immer wieder derselben Person zu erklären. Oh, schau mal, wir haben hier Händlerbesuch. Mal sehen, vielleicht hat er ja ein Ah, paar gute Sachen. der steht eben noch da. Ja. So, was mit, lässt du mal deine. Sag mal, würdet ihr mal Geschäfte machen lassen hier? Was hat er denn? Er hat Glowstone, Wurzelerde, Schleimbälle, ja, Kugelfische. Ja, für die üblichen Pranks. No? Flasche ist leer. So, okay. Dann schlaf gut. Es margen. Bei Gary. So, also Kugelfische, das sind ja eher so, wo man so herrliche Pranks mitmachen kann. Aber übertreibt's nicht. Ich sag nur immer, übertreibt's nicht. Wenn ihr jemanden pranken wollt. So, dann seht ihr ja da hinten schon was, aber das verrate ich noch nicht. Das kommt demnächst. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Was das mit diesen. Ich denk mal. No? Er erkennt ihn, wer es ist, auf sich hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ist diese Eisenfarm. Da läuft der Händler uns auch noch hinterher hier. Hier ist die legendäre Eisenfarm. Die ist übrigens super praktisch. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen euch hier hinsetzen und auch mal vom PC weggehen oder Konsole oder was auch immer. Es ist eine sogenannte AFK-Eisenfarm. Die es euch dann auch mal ermöglicht, einfach mal ein Päuschen, Spielpäuschen einzulegen. Und wenn ihr nur Fenster aufmacht und Frischluft schnappt. Und hier sitzt übrigens unsere Mimi. Aber das ist nicht die echte, habe ich mir sagen lassen, weil die redet nicht. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es hier das ganze Eisen. Wartet mal, ich muss mal gucken. In der. Geht da? Ja, das tut mir leid, wenn du keinen Discord hast, aber das ist die Bedingung für unser Sicherheitssystem. Das muss leider so sein. Weil, wie gesagt, wir haben da einen Schutz. Übrigens gibt es hier auch noch eine Bienenfarm, also für die, die Wachs und sowas brauchen. Das ist ein bisschen anders gemacht als, also die liegt hinter der Eisenfarm und die funktioniert ein bisschen anders als die bei mir. Also ich sag mal so, ich finde die relativ ungefährlich. Man geht rein und kann eigentlich direkt den Loot rausholen. Also wir haben das alles so ungefährlich wie möglich gemacht und für euch eigentlich so einfach wie möglich. So, ich würde mal sagen, ich hätte jetzt Lust, noch eine Runde den lieben Frei einen Besuch abzustatten und den Leuten mal zu zeigen, hier gibt es ja auch eine Trading Hall. Okay, bin Ja. dabei. Gut. Eine kleine Server-Tour. Die drückt man sich vom Bauen. Aber heute, wie gesagt, es war sehr, sehr anstrengend. Also auf jeden Fall habe ich eine Menge heute schon zu tun gehabt. Also das, ich muss nachher auch noch ein bisschen weitermachen, weil ich bin noch nicht ganz fertig geworden. So, jetzt sind wir hier unten wieder beim Bahnhof. Das gleiche Spiel. Hier ist immer eigentlich eine Lore, sollte mal keine sein. Einfach im Discord im Support reinschreiben und dann kümmert sich ein Admin drum. Ne? Einfach Lore Bahnhof leer oder so, Ankunftsbahnhof oder Bahnhof Farmland am besten reinschreiben. So, jetzt kann ich wieder ein Schlückchen Kaffee trinken. Und der Sinn übrigens dieser ganzen Sachen ist eigentlich nur. Nicht nur, dass wir euch das alles abgenommen haben, sondern auch, damit wir uns zwischendurch immer wieder alle auf dem Server auch mal über den Weg laufen.
Also umso einfacher man es macht, umso öfters hat man den Grund, dann ans Spawn zu kommen oder Farmwelt oder Trading Hall, und dann trifft man auch immer Leute und man kann halt auch mit vielen Leuten was machen. Und für einige zum Beispiel, die weiter weg wohnen, wie zum Beispiel Matthias und Hanna, die wohnen ein bisschen weiter weg. Oder auch unsere Christa, die wohnt fast an der World Border auf der einen Seite. Da haben wir zum Beispiel, genau wie bei mir, halt Teleporter eingerichtet. Da gibt es Teleporter-Türme, wo ihr dann quasi euch über die Maps sozusagen switchen könnt. Und wir haben zwei verschiedene Systeme, das heißt einmal Java und einmal Bedrock. Ja. Weil die Systeme passen ja nicht rein. So, jetzt wollte ich gleich mal was machen. Ich muss jetzt gleich mal was gucken, ob das auf dem Server hier schon aktiv ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die Bedrocker, weil die ja keine Karte nutzen können wie wir, haben wir etwas hier drin. Normalerweise müsste das auf dem hier auch schon gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn der Server umgezogen ist, wird das gehen. Und zwar, ich muss mal gucken, ob das geht. Ich schau mal. Kompass. So. Wenn ihr das eingibt. Nein, das geht immer noch nicht. Das ist immer noch nicht so, wie ich das haben will. Normalerweise ist es so, wenn ihr diesen Befehl eingibt, taucht oben quasi eine Leiste auf. Eine Leiste auf, quasi wie ein Kompass. Aber als Leiste. Hallo Kai. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist quasi oben im Bildschirm quasi eine Leiste. Ich zeige euch das am besten morgen Abend mal bei Momentum, weil da geht das. Da kann ich euch das mal zeigen, was die Bedrocker reinkriegen. Und das geht auch für Java und Bedrock. Also für die, die keine Map nutzen wollen, geht das alle. Und wie gesagt, für die Bedrocker wird es helfen, weil dort Tatsache eine ganze Menge sich zeigt, was ihr zum Navigieren braucht. Also momentan ist es eher so, dass das auf Items ausgelegt ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt. Aber nach dem Umzug, wie gesagt, wird auch das funktionieren. Und lieber Nils, wie gesagt, das ist ein Mitgliederserver. Alle, die den Kanal unterstützen, auch Mitglied bei. So, jetzt gehen wir mal zur Tiki-Bar. Wenn ihr zur Trading Hall wollt, das ist ein bisschen anders. Da fährt nämlich keine Bahn hin, weil die liegt nämlich mitten im Meer. So, das heißt, ihr müsst diesen netten Herrn mit diesem Urlaubsoutfit anklicken und dann seid ihr schon mal bei der Tiki Bar. Und hallo Frei, guten Abend. Na, willkommen bei der Tiki Bar. Das ist sehr schön. Ach, ich vermisse dich, Frei. Ich hoffe, wir sehen uns bald im Momentum wieder. Weil momentan sind wir ja am Ausführen deines Auftrages. Jo. Das ist ziemliche Gewaltaufgabe, die du uns da gegeben hast, eine ganze Stadt in der Renaissance zu bauen. Du bist da wohl nicht ganz dicht hinter den Ohren. Was? Hast du wieder zu viel von deinen wunderschönen Cocktails getrunken? Ich glaube, da ist dir die Idee gekommen. Toll. Also, wie gesagt, zu der Tiki-Bar wollte ich nämlich auch nochmal was sagen, für alle, die neu bei uns auf dem Kanal sind. Diese Tiki-Bar hat eine Geschichte. Und zwar, diese Tiki-Bar wurde damals im Grunde genommen, weil ihr müsst wissen, das Hauptkernteam, das hier spielt und das hier alles macht, kommt aus dem Team von Kroko. Also, wir sind Brokodiles. Das heißt, wir haben schon vor... Seit dem zweiten Server, ich glaube, das war Land des Zauberer Orkok, haben die meisten bei uns, wie gesagt, angefangen miteinander zu spielen auf dem Community-Server. Und unter anderem, wie gesagt, unser Frei hat ja schon, haben ja so einige mitgekriegt, ist eigentlich Illuminatus. Also viele kennen ihn auch von Janus her. Der ist da nämlich Mod. Und unser Ilo, wie gesagt, der hat die Angewohnheit gehabt, damit wir als Community immer, wenn Kroko da war, irgendwo oder auch als Team mal zu treffen. Ihr seht, da oben hängt er. als Kokosnuss. okay.
eine Tiki-Bar zu bauen. Und egal, wo wir jetzt eigentlich auf den Servern immer unterwegs sind, also das ist egal, ob wir Hardkern spielen, ob wir Dynasty spielen, ob wir fast auch immer spielen, es wird immer als Zeichen unseres Miteinandergefühl sozusagen, Zusammenhalts mit Kroko und den Broccodiles immer eine Tiki-Bar auf unseren Servern geben. Also egal, wo ihr hingeht, ihr werdet immer eine Tiki-Bar finden. Ja, also manchmal in der Form, aber auch anders. Im Momentum gibt es auch eine, die steht in Pompeji. Die hat übrigens als einziges Gebäude in Pompeji den Vulkanausbruch schadlos überstanden. Okay. Ja, ist klar, ne? Weil wir saßen zufälligerweise in der Tiki-Bar, als das losging alles. Und ja, wie gesagt, das ist also die Geschichte der Tiki-Bar. Also das ist quasi das unser Erkennungszeichen der Broccodiles. Also es gibt noch ein paar andere, aber die verrate ich nicht. Die werdet ihr durch Zufall bestimmt mal entdecken, was noch so auf unsere Zugehörigkeit zu Kroko halt immer hindeutet, weil wir sind da schon immer noch sehr aktiv. Also ihr findet uns natürlich auch immer, wenn ein Community-Server da ist, auf seinem Community-Server. Ihr findet uns im Bauteam. Ich gehe zum Beispiel, gehöre unter anderem mit Kännchen dem Bauteam an, genau wie Suera aus dem Momentum-Team. Wir sind also Bauteam Kroko und machen da so ein bisschen seine Events immer mit und MKL-Maps und ja. Wie gesagt, und Kirito ist halt so bei ihm und bei uns und ja. Und hallo, Esway. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das die Geschichte der Tiki-Bar. Das ist für uns ja Heimat. Weil ihr müsst wissen, diesen Kanal würde es Tatsache nicht ohne einen Kroko, einen Janus, einen Champ, einen Aventus und einem Lars LP geben. Die haben das hier verbrochen. Jo. Ja, die haben gesagt, Bubu, trau dich. Bubu, trau dich. Mach. Jo, ich mach. Jo, und ich bin froh. Also ich finde das so toll. Also, dass man so auch so außer Konkurrenz einfach als gute Gemeinschaft im Grunde genommen auch solche Dinge machen kann. So. Und wer jetzt hier kein Boot hat, um zur Trading Hall zu kommen, der klickt unsere liebe Hanna an. Es ist Hanna. Und Hanna, wie gesagt, gehört auch zum Bauteam. Also ihr werdet im Grunde genommen überall in der Welt verstreut NPCs finden, die aus unserem Bauteam quasi bestehen. Also wo ihr quasi an unser, also die Skins quasi erkennen könnt. Und wenn ihr die Hanna rechts klickt, dann kriegt ihr quasi ein Flößchen und dann geht er hier. Warte, bin schon wieder falsch gelaufen. Hier hin. Hab ja mein eigenes Boot immer mit. Da. Und dann folgt ihr einfach nur den Bojen. Das ist eigentlich für Blindfische gemacht, wie mich halt. Ne? Also ich würde mich wahrscheinlich auf der Strecke mal schon verfahren. Und ihr seht also auch auf der Minimap einfach den Bojen folgen. Und da seht ihr schon, da taucht die Trading Hall auf. Die ist genau aus diesem Grund performancemäßig hier untergebracht worden, damit sie euch nicht beim Spielen stört. Ne? Also hier findet ihr wirklich jeden einzelnen Villager, den man braucht. Für sein Glück. So, hier seht ihr schon die Vorbereitung. Das wird irgendwann der Zugang sein. Das ist aber noch, wie gesagt, im Bau. Wir haben das Problem gefixt. Wir möchten aber erstmal den Server umziehen lassen, damit wir auch dann das alles heil und sauber über die Bühne kriegen und das auch alles funktioniert, weil das Nether ist ein bisschen besonders. Weil wir wollen euch natürlich auch einen genialen Nether bieten. Jo. Die eine geniale Oberwelt. So, und wie ihr sehen könnt, ich habe wie gesagt die Gamma sehr hoch. Ja? Also damit ihr das ja alles auch sehen könnt, es ist natürlich hier wesentlich dunkler. Ihr kriegt hier sozusagen alles. Also hier unten ist sozusagen alles, was Handwerk ist. Und eine Etage drüber halt findet ihr alles, was Verzauberung ist. Also sämtliche. Ihr habt hier halt auch einen Zaubertisch. Ihr habt hinten Amboss.
Momentan ist es mit den Ender-Chests so, ich weiß gar nicht, Busi, kannst du die eigentlich aufmachen? Ja. Gut, okay. Also bei den Ender-Chests haben wir uns nämlich gedacht, dadurch, dass das End sich natürlich noch auch ein bisschen mehr verzögert und wir das ja alles mit euch gemeinsam machen wollen und natürlich euch da auch was bieten wollen, dass wir hier die Ender-Chests aufgestellt haben. Das heißt, es wird immer mal irgendwo auf der Map die Möglichkeit geben. Ich glaube, vorne am Spawn sind auch einige Plätze, wo es die gibt. Ich weiß die jetzt aber nicht aus dem Kopf, dass man halt die Ender-Chests nutzen kann. Ja, aber bedenkt, ihr könnt sie nicht abbauen. Ja, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Die muss hier also stehen bleiben. Aber wie gesagt, wir werden dafür sorgen, dass wir halt immer so ein bisschen verteilt an bestimmten Orten. Das werden wir in den nächsten Tagen auch noch machen, dass zum Beispiel beim Farmland zum Beispiel eine Ender-Chest steht, die ihr nutzen könnt. Ja, wo ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel mal längere Zeit abwesend seid oder so, vielleicht hier eure Sachen reinlegen könnt oder was auch immer, ne? Also wie gesagt, es ist hier sowieso, wir könnten PvP machen, aber ich sag mal so, wir haben das in den Regeln festgelegt, sprecht euch bitte ab. Ja, also wenn ihr PvP machen wollt. Es wird, wenn der Server umgezogen ist, wird es auch dann eine PvP-Arena geben. Die werden wir aber erst dann bauen, wie gesagt, wenn der Server umgezogen ist. Und das dauert noch ein bisschen, weil, wie gesagt, Kirito immer zwischen Krogo und uns hin und her springen muss. Und ja. So, hier gibt es kostenlose Bücher, wenn ihr welche braucht. Und wenn ihr mal Zauberbücher habt, die ihr nicht braucht, stellt die hier rein. Ja, dann können sich andere die nehmen und dann die dann benutzen. Also schaut ruhig öfters hier mal nach, was da für Bücher drin sind. Weil manche angeln sich ihre Bücher auch, wie ich zum Beispiel. Oder werden halt gesponsert, so wie ich zum Beispiel. Ja. So, okay. Und dann gibt es hier noch etwas Besonderes. Wenn ihr euch mal als Gruppe treffen wollt, also sagen wir mal zum Beispiel, XY hat Geburtstag. Zum Beispiel. Und ihr wollt hier auf dem Server eine Party feiern. Haben wir natürlich auch vorgesorgt. So, das heißt, wir müssen hier mal den Deckel aufmachen und einige von euch können sich schon denken, was dann kommt, wenn man so einen langen Gang sieht, ne? Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Es gibt eine Diskothek mit Bar und Billardtisch und das hier, das geht wirklich. Dart spielen geht wirklich. Ihr kriegt die Getränke. Ne? Also wie in einer Bar, wenn ihr den anklickt, seht ihr, ne? Könnt ihr euch Getränke machen. Es geht hier. Das Licht geht auch, wie gesagt. Und also da gibt es dann hier richtig Partybeleuchtung. Und hier hinten steht ein Plattenspieler. Das Einzige, wie gesagt, passt auf, wenn ihr einen Streamer in eurer Gruppe drin habt, dass ihr nicht die falschen Platten abspielt. Sonst muss derjenige ohne Musik auskommen. Weil das gibt einen Strike, sage ich euch gleich. Alles, was nicht C418 ist, gibt Strike. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, weil ich so langsam war in der Reaktion. Ja, und wie gesagt, hier gibt es auch Geheimgänge und solche Sachen. Aber die verrate ich nicht. Die müsst ihr selber finden. So. Und wie gesagt, hier kann man dann auch noch ein Kino draus machen halt. Also, ja, müssen wir mal gucken. Weil unser Desaster, unser Redstone-Spezialist, der wurschtelt an so vielen Ecken, dass wir gesagt haben, das muss jetzt warten. Ne? Also. Aber wie gesagt, ihr habt da hier auch eine Disco quasi, wo ihr euch dann als Gruppe treffen könnt und hier Party machen könnt. Warum nicht? Hier stört euch keiner, hier könnt ihr Lärm machen. Ah, hier ist sowieso schon Lärm ohne Ende. Handy. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mal. Okay. Witzbold. So funktioniert das nicht, Herr Gary. Weil da musst du, wie gesagt, da muss man das Spiel haben. Das funktioniert so nicht. Und Mitglied sein hier.
Gut, okay. Aber wir können dich natürlich auch zum Ehrenmitglied machen, Gary. Aber ich bezweifle, dass du Minecraft spielen willst. Es ist immer schon Krampf, weil ihr müsst wissen, Gary ist meine bessere Hälfte. Kleiner Scherzkeks. So, okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, ist das hier sozusagen die Trading Hall und ihr habt gemerkt, es läuft hier alles leckfrei. Also ich könnte hier auch den Shader anmachen, es würde nichts passieren. Außer dass mein Lüfter durchdreht, weil das für meine Grafikkarte denn nicht so toll ist. Gut, okay, dann lass uns mal zurückfahren. Was könnten wir denen denn noch zeigen? Ah ja, wo es die Rucksäcke gibt, haben wir noch gar nicht gezeigt. Das können wir auch noch machen. Weil das ist ja. Ja, dahin. So. Und wie gesagt, die IP ist halt so, wenn man halt hier Mitglied der Stufe 2 ist, wie gesagt, ist unser Dankeschön, weil hier steckt doch sehr viel Arbeit. Hopp, Au! hoppla. Und das, wenn er sein War Boot ein abhaut, haut er bisschen. mich. Gary, der hat mich gehauen! Böses Wuppdiwupp. So, okay, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kommt man jetzt natürlich aus dieser wundervollen Inselwelt wieder zum Spawn zurück? Ja, den Herrn kennen wohl viele Fans. Ich sag mal so, ne? Ruffy? Lick. So. Und dann ist man wieder bei der Kirche am Spawn. Ja. Und dadurch können wir nämlich euch jetzt auch zeigen, wo es die Rucksäcke gibt, weil. Die Rucksäcke haben wir uns gedacht, dass die genau wie die Sattel zum Beispiel, es gibt hinten auch einen Reiterhof zum Beispiel, da steht auch jemand, der halt Sattel und verteilt und ihr könnt euch da Pferde holen. Genau, ich denke mal, dass du da gar keine Lust hast zu spielen. So, und wir müssen jetzt rüber auf die andere Seite. Sorry, Wusimo, ich war gerade abgelenkt durch den Chat und bin natürlich falsch Okay. gelaufen. So, wir müssen jetzt rüber. Und zwar, die Rucksäcke hat eine ganz besondere Bewandtnis. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen Big Backpack. So. Und Wusimo hat, glaube ich, alle drei. So. Ja. So, dann zeigen wir euch jetzt mal, wo es die gibt. Und zwar, wenn ihr hier auf dem Server ankommt, das ist ja mal ein ganz gutes, wir haben ja keine Schalker und nichts und die Bündel können wiederum die Bedrocker nicht benutzen, die es hier gibt, also von daher alles gut. Ja, die Rucksäcke trägt man bei uns übrigens nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Kopf. So viel Ja. dazu. Okay, also, ihr geht halt quasi in mein Haus, mein allererstes, was ich hier gebaut habe. Da sitzt Klein Bubu. Ich zeige euch mal, wieso ich Klein Bubu sage, weil die ist Tatsache ein Stückchen kleiner wie ich. Seht ihr das? So, ein Bubu ist nämlich ein NPC. So, und wenn ihr den kleinen Bubu anklickt, dann könnt ihr quasi, jeder Spieler hat, wie gesagt, die Möglichkeit, einen kleinen, einen mittleren und einen großen Backpack zu kriegen. Und zwar im Tausch gegen Level. Das heißt, kommt hier an. Habt genug Level mit, sage ich nur. Ich verrate euch jetzt nicht, wie viel, das müsst ihr selber rausfinden. Tatsache ist, dass jeder Spieler, wie gesagt, jeweils nur einen kleinen, einen mittleren und einen großen hat. Und zwar, weil das Problem immer noch ist, dass wenn ihr euch jetzt zwei große quasi kaufen würdet, würden die sich spiegeln. Das heißt, wenn ihr in dem einen, sagen wir mal, eine Werkbank reinpackt, habt ihr die im anderen auch. Deswegen haben wir das beschränkt und gesagt, jeder kriegt einen kleinen, einen großen, einen mittleren. Und ich denke mal, das reicht auch. Ja. Ja? Also du kommst ja Ja. gut damit hin, denke ich mal. Ja, so reicht Außer wenn du gut. mit mir auf Abenteuer gehst. Ja. So wirst du es bei ihm überall voll. Aber das geht vielen so. Mir auch. So, tschüss, klein Bubu. So, auf jeden Fall gibt es hier halt. Die Rucksäcke. Merkt euch einfach das Haus hinter der Brücke mit dem Esel davor und da findet ihr kleinen Bubu. So, jetzt müssen wir rüber. Wir können ja auch mal gucken, wo es die Pferde gibt. Können wir denen ja auch zeigen. Also, wer jetzt zum Beispiel sagt, ich habe keine Lust mehr zu Fuß zu laufen, mir ist das alles zu umständlich, die ganze Latscherei. Bedenkt allerdings, ihr könnt ein Pferd natürlich nicht in den Zug mitnehmen, ne? Das geht nicht.
Also mit der Bahn fahren, wenn ihr Bahn fahren wollt, ist das natürlich ein bisschen. Ja, ich hüpfe hier schon wieder querfeldwild ein durch die Felder. So, hier hinten, wie gesagt, ist der große Bahnhof. Ja, ihr müsst euch eigentlich nur merken, da ist Mimis Botanischer Garten, hier ist der Bahnhof. Und hinterm Bahnhof sozusagen liegt dann das Pferdegestüt, also Reit-Area. Soll man es ausdrücken? Reit-Area. Übrigens gibt es hier auch Schranken, ja, damit hier keiner verletzt wird. Jetzt laufe ich hier wirklich querfeldbeet ein. Also merkt euch einfach hier hinten. So. Hier hinten hinter Shams Pflanze. Shams Pflanze ist übrigens entstanden an meinem Geburtstag. Das, ja, da hat nämlich der liebe Dedel eine Geburtstagsüberraschung vorbereitet gehabt, zu der unter anderem auch Kroko und Shep eingeladen waren. Und da mir dann das Hauptstromkabel durchschmorte, haben die dann angefangen, Unsinn zu machen und haben dann quasi mit unserer Stine zusammen, also Stine, das ist so ihr Erkennungszeichen mittlerweile, dass ihr überall so eine Schempfpflanze findet. Ja, ja. Das ist so, das so kleine Augenzwinkern immer gegen mich, so, pass auf deinen Strom auf. So, hier findet ihr den, ihr könnte schon fast nonstop sagen, obwohl der ja gar nicht im Bauteam ist, den kleinen Cowboy, der hier die Pferde beaufsichtigt und die Arena und alle Spieler, wie gesagt, dürfen hier ihr Banner aufhängen. Also alle, die hier auf dem Server sind. Ja. Selbst schuld hast du verdient, ja, danke. Also jeder Mitspieler darf hier quasi in dieser Reitarena, in diesem Springgedöns hier seinen Banner aufhängen. Also das Bauteam und alle, die hier mit dran gebaut haben, die hängen hier schon, die meisten, außer ich. Mein Banner muss ich erst noch machen. Hier gibt es übrigens noch meine Achterbahn, die ist aber noch im Bau. Da fehlt hinten noch ein Bahnhof, damit man wieder zurückkommt. So, und wenn ihr jetzt den Herrn hier andrückt, dann gibt es einen Sattel und dann könnt ihr euch hier quasi, ja, ein Pferd organisieren. Jo. Was die wenigsten machen. Ihr seht, die Pferde stehen hier noch alle. Aber den Sattel nehmen die meisten doch gerne liebend mit. Wie gesagt, der ist kostenlos, den könnt ihr euch einfach mitnehmen. So, hier ist auch noch eine Koppel. Da sind momentan keine. Also, wie gesagt, wir werden ja auch mal ein Reitturnier machen oder so, weil man kann das Ding hier wirklich spielen. So, dann lass uns mal zum Mimi rüber wandern. Den Frosch knutschen. Wir können ja auch mal. Wartet mal, wir zeigen ja immer nur einen Teil hier. Wir können ja auch mal mit den anderen Bahnen fahren und ein bisschen was anderes noch zeigen. Weil das, was ich immer viel zu selten zeige, ist unten der Hafen. Der ist nämlich auch sehr schön. Gut, dann kaufen wir uns doch nochmal ein Ticket. So, wie gesagt, die sind kostenlos. Das dauert immer einen Augenblick, nur falls langsam immer klicken, ne? Also da müsst ihr darauf achten, immer langsam das zu machen, nicht zu schnell. So, dann können wir mal gucken. Gleis 1 zum Starterdorf. Gleis 2, Nether-Eingang, der ist noch geschlossen. Gleis 3 zur Burg. Da steht auch Schems eine Kirche. Gleis 4 zum Hafen. Gleis 5, die Saster-Spielecke. Gleis 6 zur Burghütte. U-Bahnhof zum Mr. Porter. Und U-Bahnhof haben wir ja schon gemacht. Also ich würde sagen, wir nehmen mal Gleis 4. Gleis 4. Runder und Anschub. Hui! So. Und ich finde das so genial, weil das so Art Achterbahn hier alles gemacht ist. Ich werde mich gleich wieder so stechen, wie ich Pech habe. Lasst mich in Ruhe. Ah, die haben die. Au! Ich wusste es. Ich wusste, dass immer irgendeine Beere mich sticht. So, ihr seht, schwupp, weg ist das Ding. Okay. Ah, hier hinten geht es übrigens zu Gucci. Ja. So, und ihr seht schon, jetzt mache ich mal den Shader an, damit das schöner aussieht. Dann haben wir nämlich auch eine größere Sichtweite. So, jetzt sind wir unten am Hafen. Hier hinten, wie gesagt, seht ihr schon,
Das asiatische Tor, da geht es halt, wie gesagt, zu Gucci, da ist er eifrig am Bauen, am Ausbauen. Und hier ist sozusagen der Hafen, der wurde teilweise auch von meinem Momentum-Team gemacht, also von Professor Ecki und Padma. Und dann haben wir hier die Johanna gehabt. Also Johanna, wie gesagt, war auch eine Zeit lang im Bauteam, die hat uns hier die Schiffe alle hingestellt. Riesengroße Dinger und ja, der Leo hat hier damals geholfen, ein bisschen an dem an diesem Bergdorf, was da im Berg drinne gekleistert ist. Also jeder hat hier so ein bisschen mit Hand angelegt. Schaut mal. Ich finde das irgendwie, finde ich das so genial. Und ganz oben steht halt die Burg, die ihr von der anderen Seite seht. Die trennt so zwar quasi die Oberwelt hier von dieser unteren Welt. Und hier gibt es halt diese riesengroße Schiffe. Dann, wie gesagt, die Hafenanlage. Und da kann man auch überall mal reingucken. Und ja, dann gibt es hier das Frachtsystem. Ihr könnt hier überall Treppen hochlaufen und Leitern hoch. Und also eine ganze Menge. Und hier hinten ist dann auch zum Beispiel der Freizeitpark untergebracht vom Gucci, der den gebaut hat. Hier gibt es noch eine Brücke rüber zum Leuchtturm. Da kann man bis ganz nach oben. Ja. Dann Und gibt es hier. oben steht drauf, man soll ihn nicht runterspucken. Genau, man soll nicht runterspucken, weil da könnte einer ja gerade zur Tür rausgehen, ne? Dann haben wir hier das ganze Treppensystem. Also ihr könnt zu Fuß noch da oben laufen, ihr könnt aber auch hier einen Fahrstuhl nehmen. Dann haben wir hier, wie gesagt, die etwas ruhigere Ecke. Mit kleinen Häusern. Kleinen Wohnhäusern. Und hier hinten seht ihr halt, hier ist der Freizeitpark. Ich hab mich irgendwie, ich laufe immer falsch hier. Ich will doch den Weg laufen. Hier geht der Weg lang. So. Da seht ihr das andere große Schiff. Ja, hinten. Es ist noch viel größer, wenn wir jetzt entgegenkommen. Wartet. Der Weg geht da oben lang. Träum schon wieder. War gerade abgelenkt von dem Schiff. So, kann man das gleich richtig sehen. Seht ihr mal, wie groß dieses Schiff ist. So, und hier hinten ist quasi der Freizeitpark. Da möchte ich jetzt aber momentan nicht mitfahren. Also wie gesagt, ja, das ist quasi wie eine Achterbahn mit Wasserrutsche, Tieffallen und ich sag nur, Leute mit Epilepsie sollten es möglichst vermeiden, damit zu fahren. Und der Radi Baudi ist auch mal wieder auf dem Server. Der ist auch aus dem Bauteam. Da. Okay, also wie gesagt, da könnt ihr reingehen. Das ist, wie gesagt, alles immer kostenlos. Ihr müsst ja also keine Emeralds irgendwie bezahlen oder Level oder sonst was. Das ist quasi alles im Grunde genommen, ja, normal bei uns. Alles frei zugänglich. Könnt ihr euch richtig austoben. Jetzt sieht man die Kulisse da so ein bisschen. Hier hinten ist das Haus von Mal. Da hat sie gerade mehr oder weniger wieder angefangen zu spielen. Und die war damals noch ganz neu in Minecraft. Heute baut die auch richtig tolle Sachen. Die hat sich da auch so reingefrimmelt. Und das war ja bei uns im Bauteam sowieso so eine Sache, dass wir ja nicht nur Leute genommen haben, jetzt, weil die ach so gut bauen können. Sondern was uns viel, viel wichtiger ist, ist immer in unserem Team, dass man Teamplayer ist, dass man sich untereinander versteht und ja, lernfähig ist sozusagen. Also auch Lust hat, Dinge zu lernen. Also ich zum Beispiel bin momentan so in der Command-Technik. Also ich lerne jetzt immer mehr so, was man mit Command-Blöcken zum Beispiel machen kann alles. Das ist sehr interessant. Bei Redstone bin ich immer so, na gut, die Anfänge, die kann ich, aber ich brauche es nicht wirklich. Ich bin eher so, ich finde Command-Techniken schöner. Die sind nicht so serverlastig. Gut, okay, also, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir wieder zurückkommen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir von dem Bahnhof aus wieder nach Hause kommen.
Dann gucken wir doch mal. Hier gibt es ein großes Büro, habe ich. Sehr schön. Okay, also, und ihr seht, man kommt Tatsache wieder zurück. Hui! Und wird wieder gestochen, wenn ich Pech habe. Also ihr seht, und das ist der Grund zum Beispiel, warum meine Achterbahn noch nicht geht, weil ich habe die nur einseitig gebaut. Das heißt, der Sinn der Sache ist ja, dass man hin und zurück kommt, und da ist Desaster halt gerade dran, weil das platzbedingt ein bisschen schwierig ist bei mir. Da, und ihr seht, wir fahren wieder Richtung Hauptbahnhof. Hui! Und schwupp, wieder zu Hause. Am Bahnhof. Ich finde das gut. Das wird alles hier so automatisch gemacht. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu Froschi. Kommst du wieder mit zu mir oder hast du Ja, was nun anderes? kommen wir mit. Okay, dann gehen wir mal Froschi knuddeln. So, der Fuchs knutscht einen Frosch hier. So, also wenn ihr mal zu mir kommen wollt, dann geht er hier lang. Außen lang, also unten den ersten Weg. Und dann müsst ihr hier durch. See- und Magieschule. Magieschule hat leider immer noch geschlossen wegen Fachkräftemangel. So, SK ist auch schon da. Warte mal, ich begrüße die mal. Guten Abend. Da. Dann wissen die nicht Bescheid. Hallo Radi. Ja, ich habe dich gerade auf dem Server schleichen sehen. Da, dann gehen wir mal eine Runde. So, man kann hier. Da, Tore bitte wieder schließen. Das ist ganz wichtig. Ei. Tore wieder schließen. So. Dann übers Wasser und dann müsst ihr zu diesem blauen Wesen hier hin. Weil hier, seht ihr den Frosch? Da hüpft mein Teleporter-Fröschchen rum. So, wir können aber auch mal hier reingehen, damit ihr seht, was das hier mit auf sich hat. Komm mal mit. Habe ich nämlich auch noch nicht gekauft. Okay, Aha. klappe hier runter. Nee, auch Warst nicht. du hier schon mal? Hier kann man sich wundervoll Nein. verlaufen. Ich sag's nur. Wundervoll verlaufen. Weil hier gibt's ja immer so kleine Geheimwege. Also das ist so typisch Mimi halt, ne? Also ihr müsst bei Mimi immer mit allem rechnen. Und auch bei einer Rio. So. Wir merken uns den Gang. Ich kenne mich. Ich werde mich wieder so verlaufen. Da. Und hier gibt es nämlich eine. Und hier gibt es eine ganze unterirdische Welt drin. Also das ist nicht natürlich generiert, sondern das ist Tatsache alles, was Mimi hier so unterirdisch gebaut hat. Also, ich verrate nicht mehr. Ihr müsst euch selber angucken. Ich sag mal nur so viel. Es könnte sein, dass hier auch ein paar Häuser stehen. Aber wenn ich jetzt hier Oh, ich rumlaufe, glaube, finde ich ich nie wieder nach war ich Hause. schon. Ja, deswegen, ich kenne mich. Also ohne Guide ist da gar nichts. So. Jetzt Wo bin ich bist du hier. jetzt? Ja, jetzt geht das schon wieder los, dass ich jetzt suchen muss, wo ich hier hin muss. Ein paar Häuser ist gut, da steht die ganze Stadt. Ja. Ah, du bist, glaube ich, weiter oben. Hier unten bin ich der Eingang. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier oben mache. Der Hier Eingang ist ist doch der Eingang. hier, irgendwo. Ja, genau. Ihr seht schon, warum ich sage, ich gehe hier nicht alleine hin. Also mal, es gibt natürlich mehrere Ausgänge. Also Mimi war so schlau, dass sie da mehrere Ausgänge gemacht hat. Das geht schon. So, dann laufen wir mal wieder den langen Gang hier lang. Also wie gesagt, seid nicht so gewiss, dass nur in der Oberwelt Dinge
hier entstanden sind, sondern im, ja, guckt euch die Sachen in Ruhe an. So, okay. So, dann gehen wir mal Froschi, Froschi, wo bist du? Weil der hatte mich in die Eigenart da vorne, also. Weil der hat nämlich die Eigenart, hier immer rumzulaufen. So, und dann gehen wir mal Froschi Knut geben. So, stellen wir hier gleich eine Fackel auf. So, und dann sind wir wieder hier. Das heißt, also wenn ihr mal vom Spawn direkt zu mir kommen wollt, wie gesagt, Froschi knutschen hier ankommen und wenn ihr wieder zurück wollt zum Spawn, dann hier Herrn Steampunk. Warum, wohin guckst? Den hast du gerade gesehen. Ist da wieder einer unterwegs, von dem ich nichts weiß? Naja, das fällt immer auf, weißt du? Der spioniert. Ja. Der zeigt mir mal an, wenn so heimlich hier mal so einer vom Bauteam auftaucht. Mhm. So, okay. Ja, jetzt haben wir wieder rumgetrödelt. Das macht aber nichts, finde ich. Wir haben ja Karfreitag und da darf man ja eh keinen Krach machen. Also Steine kloppen ist nicht. Und. Ja. Ich würde sagen, wie gesagt, wir haben ja jetzt 23 Uhr schon und kurz nach 23 Uhr. Ich muss sowieso gucken, inwieweit die da sind mit der Ostermap. Und ich muss mit den Hundis noch raus und dann wird das nämlich sonst zu spät. Also ich würde mal sagen, die Zaubertour war ja auch mal ganz nett. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, Wusimu, hast du Lust, in der nächsten Zeit mit mir meine Servertour zu machen? Dass wir die Leute alle mal besuchen gehen, weil ja. Der Server, der existiert ja jetzt 3 Monate ungefähr. Wir gehen jetzt in den 4. Monat rein. Und ich denke mal, die sind alle doch relativ weit mit dem Bauen, dass wir mal gucken können, was die anderen so alles gebaut haben. Das wäre für mich gar nicht so uninteressant. So, und dann kommt ja noch dazu, was ich ja auch noch sagen wollte. Warte, ich mache mich meine andere Perspektive jetzt hier rein. Also, ihr habt jetzt noch genau bis zum 31. März um Mitternacht Zeit, euch für Momentum zu bewerben. Wie gesagt, Java-Spieler, ne? Das ist die einzige Bedingung. Java-Spieler über 18. Also, der Wusimo zum Beispiel, der hat sich beworben, der Kai hat sich beworben und noch ein paar andere. Und wie gesagt, noch ist Zeit, ihr könnt es noch machen und wer da Lust hat. Also wie gesagt, es geht nicht darum, super klasse, super duper zu bauen, sondern Teamplayer zu sehen, Roleplay, so, also Interaktion, sag ich mal dazu, weil wirkliches Roleplay machen wir nicht, weil da haben wir gar keine Zeit zu. Und alles gut, Radi. Radi, alles gut. Du hast am Spawn mitgebaut, du bist entschuldigt. Na, weil du, wie gesagt, für unsere Jüngeren muss ich dazu erklären, unsere Jüngeren aus dem Bauteam ist immer oberstes Gebot, weil da sind einige Tatsache unter 18. Und da ist oberstes Gebot, Schule und Ausbildung darf nicht leiden. Das heißt, das geht immer vor. Ne? Oder Familie oder so. Wir sind hier nicht eure Erziehungsberechtigten. Also wie gesagt, und wenn wir wissen halt, es stehen Zeugnisse an oder Prüfungen an oder so, dann sind natürlich die Leute aus dem Bauteam befreit, dass sie sich natürlich vorrangig da kümmern müssen, so wie wir ja im Momentum jetzt die Phase haben, dass unsere Padma in den Prüfungen steht und wir deswegen gesagt haben, zugunsten von Padma, damit die halt stressfrei spielen kann und sich nicht vorbereiten muss, und spielen kann man sie, wann ihr danach ist, sozusagen. Und andere, wie gesagt, ja auch ihre Projekte haben, die auch wichtig sind. Ne? Also ich will ja keinen Weg stehen. Also wie gesagt, haben wir halt eine Kreativepoche dazwischen eingebastelt. Wie gesagt, die Renaissance ist auch mal ganz schön, ein bisschen nach 1,5 Jahren einfach nur mal im Kreativ zu bauen. Genau, Schule aus, Ausbildung an, genau, Radi. Und du weißt, wie gesagt, das ist bei uns das oberste Gebot, ne? Das geht immer vor und da haben wir auch keine Probleme mit. Das nehmen wir also sehr, sehr ernst. So, okay, also nochmal zu den Bewerbungen vom Momentum. Also wie gesagt, bis 31. März, Punkt 0 Uhr, habt ihr Zeit, euch noch zu bewerben.
Wichtig ist, über 18 zu sein, ja, aber Spieler, das sind unsere Bedingungen. Und wie gesagt, teamfähig. Das heißt also im Grunde genommen, sich in einem Team einzufügen, nicht seine eigene Rolle. Also ihr habt eine eigene Rolle, aber natürlich nicht. Also wir suchen jetzt keine Leute, die im Grunde genommen die Führung übernehmen oder irgendwelche technischen Dinge erledigen oder solche Sachen. Wir suchen einfach ganz normale Mitspieler. Und ja, ich freue mich. Also wie gesagt, wir haben ja schon mal so ein bisschen geguckt, wer sich beworben hat. Und ja, es steht euch noch frei, euch zu bewerben. Wie gesagt, bis Sonntag. Dann morgen Abend, wie gesagt, pünktlich um 20:30 Uhr wird es wieder Momentum geben. Also wir bauen da weiter in der Renaissance. Erwartet nicht zu viele Mitspieler. Meiner einer wird auf jeden Fall da sein. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich weiß, dass Gucci da sein wird. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Wie gesagt, es sind Feiertage und Urlaub und Familienbesuch und hast du nicht gesehen, bist da ja. Und mein Team unterscheidet sich da auch nicht von anderen. Das heißt, wenn die privat etwas machen möchten, dann können sie das natürlich tun. Also das geht natürlich immer vor. So, okay. Am Sonntag, wie gesagt, wird es dann unser Osterevent geben. Also Momentum wird dann ausfallen. Und es wird das Osterevent stattfinden. Die Uhrzeit und so erfahrt ihr alles morgen. Deswegen muss ich jetzt gleich hüpfen, weil ich muss das noch mit meinem kleinen Team da besprechen, wie wir das am besten machen. Und das wird auch am Ostermontag so sein. Wie gesagt, das Event findet am Sonntag statt und Ostermontag könnt ihr dann auch noch mal so auf die Map rauf. Also für alle, die morgen das, also am Sonntag nicht schaffen oder es einfach lustig finden und sich das alles noch mal angucken wollen oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, seid gespannt, das ist mega witzig. Also wir haben vorhin schon während der letzten 2 Tage schon sehr oft Tränen gelacht, uns königlich amüsiert. Also ihr werdet euren Spaß haben. Und ja, jetzt sage ich einfach, kommt gut durch die Nacht und wir können ja mal schauen. Der Janus ist nämlich noch zugange. Ich würde mir wünschen, dass ihr jetzt alle rüber zu Janus geht, weil der hat nämlich einen 12-Stunden-Stream. Und ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Nee, das macht aus unerfindlichen Gründen, will er mir das nicht machen. Also ich kann aus unerfindlichen Gründen heute nicht mein Bearbeiten aufmachen. Das heißt, ich Geht werde bei jetzt. Janus auch schon nicht. Ja, ich werde das jetzt anders machen. Pass mal auf. Ich poste euch jetzt mal den Link von Janus da rein. So, Padma ist in Crafters Live noch unterwegs. Also wer da noch gucken möchte. Ich gehe mal. Muss mal Janus kurz suchen. Lars ist auch noch da. Also Lars könnte auch noch gucken. Aber ich möchte gerne heute mich mal bei Janus bedanken. Da, ich muss mal gucken, wo ist denn Janos hier bei mir? Da. Oh. Oh. Hat Jan, was ist denn mit Janos passiert? Video nicht Der hat verfügbar? früher Schluss gemacht. Der hat früher Schluss gemacht. Ging es ihm so schlecht Ja, oder dem geht nicht was? ganz so gut. Okay, gut, dann machen wir das so. Ihr könnt. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zu Padma. Was haltet ihr davon? Padma hat nämlich nicht so viele Zuschauer. Buhu macht ihren Oder geht die jetzt auf? Community-Server. Wo habt ihr Bock drauf? Sagt mir mal, worauf ihr Bock habt. Bei Reason sein Ostern auf seinem Community-Server Haha, sie oder wollten gerade Snake zu auf uns. dem Craft-Treff, dann bleiben wir innerhalb des Spiels. Okay. Ich habe gerade mal kurz Oder Bescheid zu sagen. Bubu auf dem Com-Server. Jetzt hast du es gelesen. Nein! Oh, Bubu. Du, heute bin ich. Ich muss jetzt gleich noch was arbeiten, deswegen bin ich echt so an dem Punkt. Okay, dann gehen wir heute mal nach Reason aufgrund seiner Ostergeschichte und den haben wir schon länger nicht mehr geradet. Bubu, Okay. falls du noch on bist, dann geh zu Reason, dann treffen wir uns da. Okay. Ja, Okay. dann sag ich Okay. einmal Reason, Also, dann wir gucke nehmen ich, dass ich das Reason. Bei Ding Padma bekomme. geht jetzt auch mit ihren Leuten da alle hin. Wir gehen alle mal zu Reason rüber. So, wartet mal. Ich suche mal den Link, weil ich das nämlich Das war nicht Schlauncher. einfügen kann. So, wartet mal. Teilen. Kopieren. So. Ich gebe euch jetzt den Link von Reason.
Lasst ein Abo und ein Like da, der macht ein Oster-Event. Okay, wir sehen uns. Tschüss, eure Bubu. Tschüss.